Wir sind das Volk, riefen Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger in der DDR bei den Montagsdemonstrationen 1989 und demonstrierten damit nicht nur gegen die Sozialistische Einheitspartei, sondern vor allem für die Freiheit. In Leipzig, in Halle, in Potsdam, in Jena, in Rostock und vielen weiteren Städten wurde der Ruf nach Freiheit so unüberhörbar, dass er das scheinbar Unmögliche schaffte. Eine friedliche Revolution, die in Freiheit mündete. Was für ein Mut! Wenn heute Querdenker in ganz Deutschland gegen unsere Demokratie hetzen, wenn sie Anschläge auf Politiker planen, wenn sie Fehlinformationen streuen und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verhöhnen, dann tun sie das nicht als Freiheitskämpfer, sondern als Gegner unserer Demokratie. Wenn Querdenker Schilder hochhalten, auf denen "Wir sind das Volk" zu lesen ist, dann ist es jungen Menschen, die deshalb auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen drängen, sind wir eine Stimme. Und das ist eine Stimme für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Echte Freiheitskämpfer richten ihr Handeln darauf aus, anderen Mut zu machen, ihnen etwas zuzutrauen. Deshalb gilt unser Einsatz der Eigenverantwortung. Aber nicht, damit Menschen sich aus der Verantwortung stehlen können. Weil unser Menschenbild uns davon überzeugt, dass Menschen, denen Verantwortung angetragen wird, diese Verantwortung für sich und andere übernehmen. Von diesem Prinzip abgeleitet scheuen Liberale sich nie vor Verantwortung. Die Verantwortung, die wir spüren, reicht über Deutschlands Grenzen hinaus. Dass wir in einem Land aufgewachsen sind mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit garantiert ist, ist ein riesiges Glück. Und nach diesem Glück sehen sich sehr, sehr viele Menschen. Unser Einsatz für diese Prinzipien ist auch ein internationaler Einsatz. Wenn Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Frage gestellt oder sogar bekämpft werden, dann geht das Liberale immer etwas an, überall auf der Welt. Und deshalb sollen echte Freiheitskämpfer, die ihr Leben für die Freiheit aufs Spiel setzen und auf die Straße gehen, wissen, dass sie uns auf ihrer Seite haben. Stehen wir an der Seite derer, die mit Svetlana Tichanowskaja für ein freies und demokratisches Belarus eintreten und dafür angegriffen, verhaftet oder ermordet werden. Wir erheben die Stimme, wenn Putin die älteste und renommierteste Menschenrechtsorganisation des Landes, Memorial, auflöst und Alexei Nawalny aufgrund seiner Oppositionsarbeit mit Arbeitslager bestraft. Wir erheben das Wort, wenn den anderen das Wort verboten wird. So auch der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Volksrepublik China, die an ihrer Religionsfreiheit gehindert werden, die unter unwürdigsten Bedingungen zusammengesperrt werden, wo über Zwangssterilisation berichtet wird. Da ist für uns klar, es ist Zeit für ein Signal. Und das wäre der diplomatische Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Der Einsatz für Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weltweit erfordert konkreten Widerspruch und entschlossenes Handeln. Er sendet ein Signal. Nicht nur an diejenigen, die unsere Prinzipien aktiv bekämpfen, sondern vor allem an diejenigen, die sich heute noch nach Freiheit sehnen. Ihre Sehnsucht soll uns ein Auftrag sein, auch im Jahr 2022.
Dinge, die wir angehen wollen. Das Dringliche. Das Wichtige. Die neuen Probleme. Die alten Probleme. Das Impftempo. Das Digitalisierungstempo. Den Wirtschaftsaufbau. Den Bürokratieabbau. Die Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Das Leichte. Das Schwere. Das Heute. Das Morgen. Die nächsten 4 Jahre. Die Aufgabe ist groß. Gehen wir sie nicht wie gestern an. Auf ins Neue. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freie Demokraten, liebe Freunde der Freien Demokraten und liebe Interessenten, herzlich willkommen zu unserem Dreikönigstreffen der Liberalen 2022 hier in der Staatsoper in Stuttgart. Wie Sie sehen, wieder vor leeren Rängen. Wir hätten es uns anders gewünscht. Die Tatsache, dass wir unseres Dreikönigstreffen digital gestalten müssen, soll uns aber nicht davon abhalten, einen fulminanten Start in das politische Jahr der Freien Demokraten 2022 gemeinsam zu begehen. Und es ist ja auch wirklich ein besonderes Jahr, das wir dieses Jahr haben. Wir Freien Demokraten sind im Bund wieder in der politischen Verantwortung. Dass das so ist, ist durchaus keine Selbstverständlichkeit gewesen. Es war das Denken und Handeln, anfangs einiger weniger, um Christian Lindner, Marco Buschmann und Nicola Beer, die den Erneuerungsprozess gestartet haben. Es war unser Leitbild, das uns Haltung gegeben hat. Es waren viele, die an unserer Programmatik gearbeitet haben, und es war unser gemeinsamer Chorgeist, das gemeinsame Handeln, das uns durch die außerparlamentarische Opposition in die Opposition im Deutschen Bundestag und jetzt auch zum Erfolg, zur Beteiligung an der Bundesregierung geführt haben. Mit Christian Lindner, Dr. Marco Buschmann, Bettina Stark-Watzinger und Dr. Volker Wissing besetzen wir für uns wichtige Schlüsselressorts: Finanzen, Recht, Bildung und Verkehr. Damit können wir unsere Gesellschaft modernisieren. Wir können die Wirtschaft stärken. Und wir werden das Aufstiegsversprechen einlösen. Meine Damen und Herren, es ist ein besonderes politisches Jahr und ich freue mich, Sie durch unser Dreikönigstreffen moderieren zu dürfen. Als erstes möchte ich begrüßen und ankündigen einen der Architekten unseres politischen Erfolgs hier in Baden-Württemberg. Er hat auch im Bund mitgestaltet und ist eine der wichtigen und sichtbaren Figuren unserer Partei. Begrüßen Sie mit mir Michael Theurer. Ich bin mit Ihnen gemeinsam gespannt, welche Impulse er für uns für das Jahr 2022 geben wird. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach der freundlichen Begrüßung durch unsere Generalsekretärin Judith Skudelny hätte ich Sie gerne hier im, wie traditionell üblich, voll besetzten großen Haus der Stuttgarter Staatsoper begrüßen wollen. Zum zweiten Mal können wir unter Pandemiebedingungen dieses Dreikönigstreffen nur digital stattfinden lassen. Zum Glück ist dies allerdings aufgrund von moderner Übertragungstechnik auch möglich. Also begrüße ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Freundinnen und Freunde der Freiheit zu Hause an Ihren Bildschirmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein neues Jahr beginnt, indem wir uns ein frohes neues Jahr wünschen. Gesundheit und Glück. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie im zweiten Pandemiewinter sich Gesundheit wünschen. Viele Menschen in diesem Land sind nämlich in Sorge um ihre Gesundheit. Und einige von Ihnen wissen das ja, wir haben im vergangenen Jahr als Familie erfahren, was der Wert der Gesundheit bedeutet, als unsere Tochter als frühes Frühchen viel zu früh auf die Welt kam. Wir durften unsere Tochter vor 4 Wochen nach Hause holen und sind dankbar für alle Hilfe, die wir erhalten haben im Krankenhaus, in der neonatologischen Intensivstation. Ich möchte deshalb zu Beginn dieses Jahres mich ganz herzlich bedanken bei unseren Ärztinnen und Ärzten und beim Pflegeteam, bei
großartigen Krankenschwestern und Krankenpflegern, die alles geben, um ihren Patientinnen und Patienten die Rückkehr in ein gesundes Leben zu ermöglichen. An der Stelle ein Dankeschön an die Mitarbeitenden in den Pflegeberufen, in Altersheimen, in Krankenhäusern, in Kliniken. Ich glaube, dass dieser Dienst nicht genügend gewürdigt wird. Und politisch gesprochen war ich schon etwas überrascht, dass der geschäftsführende und jetzt ausgeschiedene Gesundheitsminister Jens Spahn das Thema der Finanzierung von Pflegekräften erst entdeckt hat, als er praktisch nur noch geschäftsführend im Amt war. Wir haben als neue Regierungspartei in Berlin eine Pflegemilliarde auf den Weg gebracht, die steuerfreien Prämien für Angehörige der Pflegeberufe. Das ist der richtige Schritt, ein erster Schritt, aber eben nur. In den Gesprächen mit den Angehörigen der pflegenden Berufe in der Klinik habe ich erfahren, dass es Geld alleine nicht ist, dass es die Arbeitsbedingungen sind, die Arbeitszeiten, die Schichtbetriebe, die mangelnde Kinderbetreuung bis hin zum Fehlen von Parkplätzen in Unistädten, was gerade für Krankenschwestern und Krankenpfleger, die aus dem Umland zu ihrem Arbeitsplatz auch zu unwirtlichen Tageszeiten fahren müssen, häufig ein Problem darstellt. Ich bin der Meinung, Deutschland kann das besser organisieren und wir haben uns ja in der Bundesregierung aufgemacht, genau hier einen Schwerpunkt zu setzen, Dinge anzupacken und zu verbessern. Ich jedenfalls sage Beifall für diejenigen, die gerade in Pandemiezeiten das Gesundheitswesen aufrechterhalten, reicht nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Arbeitsbedingungen dort verbessern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich als Landesvorsitzender und Gastgeber beim heutigen Dreikönigstreffen Sie begrüßen zu dürfen. Wir haben schon, als noch nicht klar war, ob wir rechtlich eine Veranstaltung mit Zuhörerinnen und Zuhörern hier organisieren können, entschieden, dass wir es digital machen wollen. Für uns ist ein Satz, den unser leider viel zu früh verstorbener Bundesvorsitzender Guido Westerwelle mal geprägt hat, der vor wenigen Tagen ja seinen 60. Geburtstag hätte feiern können, den er hier beim Dreikönigstreffen immer wieder gesagt hat, den er aber auch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen betont hat, den möchte ich uns in Erinnerung rufen. Für uns Liberale, für uns freie Demokraten ist Freiheit nie Freiheit von Verantwortung, sondern Freiheit zur Verantwortung. Und meine Damen und Herren, nur wo die Menschen frei sind, können sie Verantwortung übernehmen für sich und andere. Und nur wo wir alle Verantwortung übernehmen, schaffen wir die Voraussetzungen für Freiheit. Und meine Damen und Herren, jeder kann Verantwortung übernehmen in seinem Umfeld. Wir als Freie Demokraten übernehmen jetzt in der Bundesregierung Verantwortung. Meine Damen und Herren, heute übernehmen wir Verantwortung mit einer Veranstaltung vor Ort, ohne Publikum. Aber den Ort, den historischen Ort des Dreikönigstreffens, den wollten wir uns nicht nehmen lassen. Denn seit 1866 treffen sich württembergische Liberale am Dreikönigstag, um über aktuelle Fragen der Politik zu diskutieren. Und lediglich unterbrochen durch zwei Weltkriege und die schreckliche Zeit der Nazi-Diktatur hat dieses Treffen immer stattgefunden. Umso wichtiger für uns, dass es auch in Pandemiezeiten stattfindet. Und vor einem Jahr, als wir entschieden haben, wir gehen hier ins Große Haus, ist, glaube ich, dieses Große Haus, lieber Christian Lindner, für alle Kulturschaffenden und Kulturtreibenden im Land zum Symbol geworden, dass es hier eine politische Kraft, die FDP, gibt, die dafür kämpft, dass wir in Pandemiezeiten zu einem Zustand kommen, wo wir das gesellschaftliche Leben wieder ermöglichen, indem wir vor allen Dingen durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt, durch Impfstoffe, aber auch durch andere Sicherheitskonzepte es wieder ermöglichen, dass sich Menschen treffen. Und meine Damen und Herren, ich hätte Sie gerne hier begrüßt, ich hätte gerne auch unsere neuen Mitglieder der Bundesregierung begrüßt, die vier Bundesminister. Heute kann ich persönlich nur den Bundesfinanzminister, unseren Parteivorsitzenden Christian Lindner, hier begrüßen. Aber meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass das Leben, auch das politische Leben, von der persönlichen Begegnung lebt. Und deshalb möchte ich einen zu Wort kommen lassen, den langjährigen parlamentarischen Staatssekretär Ernst Burgbacher, der mir schrieb, über 50 Jahre begann für ihn das politische Leben im Jahr mit dem Dreikönigstreffen und das nicht zu Hause in Trossingen, sondern hier in Stuttgart. Und wir hoffen, dass wir bald im nächsten Jahr spätestens wieder mit Publikum
hier das Dreikönigstreffen machen können. Und wir werden alles daran setzen, durch politische Maßnahmen zu erreichen, dass Theater, dass Opernhäuser, dass Musical-Veranstaltungen, dass Konzerte wieder möglich sind. Denn das kulturelle Leben ist ja mehr als nur Freizeitvergnügen. Es hat eine so wichtige Funktion für unser Leben. Meine Damen und Herren, wir übernehmen Verantwortung. Verantwortung, die uns von den Wählerinnen und Wählern übertragen worden ist. Und vor einem Jahr, als wir gestartet sind mit Umfragewerten, die eigentlich eher so an einer Hürde sind, die wir ungern uns in Erinnerung rufen, da habe ich hier als Landesvorsitzender in Baden-Württemberg die Parole ausgegeben, dass das Jahr 2021 die Trendwende für die Freien Demokraten bringt. Wir haben das auch geschafft bei der Kommunalwahl in Hessen mit über 5%, in Rheinland-Pfalz mit der Wiedergewinnung der Regierungsbeteiligung mit 5,5% und in Baden-Württemberg mit 10,5% bei der Landtagswahl mit einem Einstimmenwahlrecht mit unserem Spitzenkandidaten Hans-Uli Rühlke an der Spitze. Und jetzt sind wir mit 18 Abgeordneten mit einer Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg wieder vertreten, die so stark ist wie nie oder selten in der Geschichte zuvor. Der tosende Beifall, der jetzt zu Hause an den Fernsehschirmen zu hören ist, der gilt dir, lieber Uli, für deinen großartigen Einsatz, den wir im Wahlkampf gesehen haben. Gemeinsam haben wir, glaube ich, lieber Christian Lindner, die Trendwende für die FDP hier markieren können, unterstützt durch die Bundespartei, aber vor allen Dingen auch erkämpft durch die großartige Leistung unserer ehrenamtlichen Engagierten in den Kreisverbänden. Und ja, es erfüllt mich mit Stolz, dass ich an der Stelle auch sagen kann, Baden-Württemberg hat auch bei der Bundestagswahl geliefert. Mit 15,3% liegen wir 2,5 Prozentpunkte vor dem zweitbesten Landesverband Hessen und konnten dadurch einen wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg der FDP im Bundesgebiet leisten. Meine Damen und Herren, für uns sind diese Wahlergebnisse Verpflichtung. Viele Menschen erwarten von uns, dass wir als freie Demokraten uns einbringen, zum einen, weil sie die Kraft der Vernunft und der Verantwortung wünschen in Pandemiezeiten, dass umgegangen wird verantwortungsvoll mit den Grund- und Freiheitsrechten. Und meine Damen und Herren, an der Stelle haben wir im Bundestag als Ampelmehrheit bereits zu einem Zeitpunkt, als die neue Regierung noch nicht gebildet war, durch Verschärfungen mit 3G am Arbeitsplatz, 3G in Bus und Bahn, durch die Ermöglichung von 2G-Regeln in der Fläche den wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die vierte Welle, die Delta-Welle, gebrochen werden konnte. Wir fragen uns im Rückblick, warum eigentlich die Ministerpräsidenten und auch die damalige Bundesregierung nicht früher Maßnahmen ergriffen hat, um diese Welle zu brechen. Vielleicht hätte es dann mancher Maßnahmen gar nicht bedurft. Wir ruhen uns auf diesen Erfolgen allerdings nicht aus, denn Omikron ist bereits die fünfte Welle, vor der dieses Land jetzt steht. Aber wir sind überzeugt, dass wenn wir es richtig machen, dass es gelingen kann, dass eben auch Omikron diese Welle gebrochen werden kann, ohne einen generellen Lockdown, durch treffsichere, durch zielgenauere Maßnahmen, vor allen Dingen aber durch Impfen, Boostern und Testen. Und gerade das Boostern zeigt ja, dass dadurch das Risiko, schwer zu erkranken und ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen, deutlich sinkt. Und deshalb sage ich an der Stelle, ich bitte alle, die sich noch nicht impfen haben lassen, lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern und testen Sie sich regelmäßig. Ich mache das, wir machen das, das ist sinnvoll. Ich möchte, nachdem wir gestern beim Landesparteitag diskutiert haben, über einen Antrag aus der Mitgliedschaft zur Impfpflicht sagen, dass wir diese Diskussion über die Impfpflicht sehr, sehr ernst nehmen. Wir Freien Demokraten haben im Deutschen Bundestag einer einrichtungsbezogenen Impfnachweispflicht zugestimmt. Die halten wir für richtig. Bei einer allgemeinen Impfpflicht allerdings gehen die Meinungen auseinander. Es geht um die Abwägung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit, das mindestens zwei Dimensionen und Ausprägungen hat. Nämlich zum einen den Schutz vor Ansteckung und Krankheit und zum anderen das Recht, selbst zu entscheiden, ob ich mich impfen lasse oder ob ich eine Arznei oder ein Medikament einnehmen möchte.
Ich bin der Meinung, dass wir als Freie Demokraten mit einem offenen Diskurs in dieser Gewissensfrage dazu beitragen, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, die Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden. Und viele Menschen sind in Sorge, dass der Riss quer durch die Familien geht, weil die unterschiedlichen Auffassungen hier aufeinander prallen. Ich persönlich bin, was ein Bußgeld angeht, immer noch skeptisch, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass ein Bußgeld eingefleischte Impfgegner wahrscheinlich nicht dazu bringen wird, sich impfen zu lassen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Die Einladung zu einem Impftermin und die Verpflichtung zu einem Beratungsgespräch war nicht die Stärke unseres Gesundheitswesens über Jahrzehnte hinweg. Die niedergelassene Ärzteschaft, die durch persönliche Gespräche, durch Vertrauen die Menschen am ehesten davon überzeugen kann, dass es kein Risiko ist, sich impfen zu lassen. Meine Damen und Herren, die gegenwärtige Krise ist auch eine Krise des Vertrauens in rechtsstaatliche Institutionen und politische Entscheidungsträger. Sie ist auch eine Krise der Verantwortungsübernahme. Das gilt im Kleinen, wo sich Menschen nicht impfen lassen und damit keine Verantwortung für sich und andere übernehmen und Gefahr laufen, einen Krankenhausplatz beanspruchen zu müssen, den vielleicht andere dringender bräuchten. Das gilt aber auch im Großen, wo Ministerpräsidenten vom Bund fordern, was sie eigentlich längst hätten selbst tun können, weil sie aber Risiken und Nebenwirkungen ihrer Forderungen fürchten, diese Verantwortung dann aber nicht tragen wollen. Wir jedenfalls, meine Damen und Herren, liebe Freunde, machen uns auf, Verantwortung zu übernehmen für die großen Zukunftsaufgaben dieses Landes. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt. Deutschland ist nicht gut vorbereitet auf die Herausforderungen der künftigen Jahrzehnte. Der Lack ist ab. Die Reparaturarbeiten, die jetzt anstehen, die werden auch Gegenwind entfachen. Die großen Transformationen, Digitalisierung und Klimaschutz werden allergrößte Anstrengungen auf allen Ebenen erfordern. Ja, ich glaube, die Arbeit in der Bundesregierung wird für alle drei Partner, FDP, Grüne und SPD, kein Spaziergang werden. Und was mich überrascht hat, war, wie schnell die noch geschäftsführend im Amt sich befindlichen CDU-Minister in den Oppositionsmodus geschaltet haben und so getan haben, wie jetzt einige führende Unionspolitiker, als ob sie mit den vergangenen 16 Jahren unionsgeführter Regierung nichts zu tun hätten. Der Blick zurück aber bringt nichts. Wir wollen Probleme lösen, und zwar unideologisch, pragmatisch und lösungsorientiert. Wir werden dabei erkennen müssen, dass manche Probleme sich nur lösen lassen, indem wir Dinge anpacken, die dann dazu führen, dass es erst schlechter werden muss, damit es besser werden kann. Ich will mal einen Bereich aus dem Ministerium für Digitales und Verkehr übernehmen, wo ich mit unserem Freund Volker Wissing, der ja Minister in diesem Ressort ist, als einer der parlamentarischen Staatssekretäre mich jetzt anschicke, die Aufgaben anzupacken. Wir haben den Eindruck, es gibt viele Baustellen in diesem Land und das ist auch gut so, aber die Baustellen auf der Bahn führen zu Versorgungsengpässe, verschärfen die Lieferschwierigkeiten, die eh schon bestehen. Und jeder hat eine Vorstellung, was passiert, wenn eine Autobahn wie die A45 gesperrt werden muss, weil eine Brücke so marode ist, dass sie nur noch komplett ersetzt werden kann, ohne dass es leistungsfähige Umgehungsmöglichkeiten gibt. Meine Damen und Herren, wir brauchen technischen Fortschritt, denn Stillstand ist in Wahrheit Rückschritt. Stillstand bedeutet Funklöcher, Schlaglöcher, langsames Internet, marode Brücken und kaputte ICEs. Wir wollen aber in der Bundesregierung auch den gesellschaftspolitischen Stillstand überwinden. Vieles war in 16 Jahren Regierungsbeteiligung der CDU, CSU nicht möglich. Das reicht von A wie Informationen über Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungen, über C wie Cannabis, N wie das Namensrecht oder Z wie den Zugang zu Daten. Wir haben jetzt eine der umfangreichsten Reformagenten seit der Gründung der Bundesrepublik vereinbart. In dem Sinne bin ich sicher, dass die neue Ampelkoalition in Berlin eine Fortschrittskoalition ist, die den dringend notwendigen Aufbruch für unser Land organisieren kann. Und wenn ich mir anschaue, was wir in schwierigsten Verhandlungen, im harten Ringen um tragfähige Kompromisse in Berlin erreichen konnten, dann bin ich doch sehr ernüchtert, was
die Koalition, die Regierung, die Grün-Schwarze hier in Stuttgart noch zustande bekommt. Denn die Grün-Schwarze Regierung hier ist zunehmend eine Stillstandskoalition. Wie lange will eigentlich das Land Baden-Württemberg noch abseits stehen und den Aufbruch verschlafen? Die grün-schwarze GroKo auf Landesebene ist ja keine Komplementärkoalition, sondern sie ist eine Stillstandskoalition. Und der Ministerpräsident, den ich ja persönlich sehr schätze, er wirkt in manchen politischen Diskussionen zunehmend versteinert. Genau der Aufbruch, den wir jetzt im Bund anpacken politisch, den hätte das Land Baden-Württemberg ja auch verdient. Ich meine, es war eine kolossale Fehlentscheidung der Grünen im Land, weiter auf die Union zu setzen, statt auf die Ampel. Und klar, das hängt natürlich auch mit Personen zusammen. Susanne Eisenmann, die etwas unglückliche Spitzenkandidatin der CDU, hat ja in der Stuttgarter Zeitung festgestellt, das einzig verbliebene Profil der CDU Baden-Württemberg sei jenes auf den Reifen der Dienstwagen. Naja, ganz so stimmt es ja nicht, dass es niemanden gäbe, der nicht profiliert wäre im konservativen Lager. Es gibt zumindest einen, Winfried Kretschmann, den profiliertesten Vertreter des südwestdeutschen Konservativismus. Der stellt in einem Land, in dem er nächtliche Ausgangssperren erlassen hat, das öffentliche Leben in vielen Bereichen eingeschränkt hat und der selbst den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Frage stellt und aus dem Grundgesetz schleifen will, einen Hyperliberalismus fest. Meine Damen und Herren, hier zeichnet Winfried Kretschmann mit dem Vorwurf des Hyperliberalismus ein Zerrbild, das in keinster Weise den Fakten entspricht. Wer so argumentiert, ist nicht mehr konservativ, der ist autoritär. Wir Freie Demokraten bilden hier den Gegenpol. Und wir fragen uns, wie lange eigentlich die grüne Basis die Führung eines solchen konservativen Ministerpräsidenten noch erträgt. Wir Freie Demokraten kämpfen für unsere Themen Bildung, Bürgerrechte, Digitalisierung, Modernisierung und den Dreiklang aus Entlasten, Entfesseln und Investieren. Und wir werden auch weiterhin aufzeigen, wie wir dieses tolle Land Baden-Württemberg zu einem Fortschrittsland machen können. Denn Baden-Württemberg kann sich den Stillstand der grün-schwarzen Koalition nicht länger leisten. Meine Damen und Herren, noch nie waren die Freien Demokraten so wichtig wie heute, weil wir auf den Grundprinzipien des liberalen Rechtsstaates und der sozialen Marktwirtschaft die Herausforderungen unserer Zeit angehen. Diese Herausforderungen sind größer, als sie auf den ersten Blick erscheinen, aber wir können sie schaffen mit Mut und Zuversicht. Und genau das ist das Signal, das wir heute aussenden wollen vom Dreikönigstreffen 2022 in dieses wichtige Jahr für Deutschland, für die Menschen in diesem Land. Wir können viel, viel mehr. Lassen Sie uns gemeinsam die Potenziale, die in diesem Land stecken, freisetzen durch eine gute Politik, die die Rahmenbedingungen dafür setzt. Vielen herzlichen Dank. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es gehört, wir brauchen auch in Baden-Württemberg neue Impulse. Das gilt allerdings nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in vielen Ländern Deutschlands ist es so, dass wir neue Impulse brauchen. Ich habe vorhin über gemeinsames Handeln gesprochen. Das gemeinsame Handeln betrifft natürlich nicht nur alle Parteimitglieder an der Basis. Es betrifft vor allem auch das gemeinsame Handeln zwischen Bund und Länderparlamenten. Einer der ganz bei uns prominenten Vertreter dieses Länderparlaments, die Speerspitze der Opposition in Baden-Württemberg, ist Dr. Hans-Ulrich Rülke. Er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie man mit Haltung und Kante Wahlen gewinnt, wie man Verlässlichkeit in Sondierungsgespräche reinbringt. Und ich glaube, niemand ärgert sich mehr darüber, dass er damals das Angebot der Freien Demokraten in eine gemeinsame, in eine neue, in eine impulsgebende Koalition zu gehen, abgelehnt hat, wie Winfried Kretschmann. Wir haben ein Angebot gemacht, er hat es abgelehnt. Ich glaube, heute würde er sich dafür in den Hintern beißen. Dennoch machen wir unsere Arbeit an der Basis weiter. Uli Rülke brilliert wie nach wie vor bei uns im Landtag. Und ich freue mich sehr, dass er
uns neue Impulse geben wird für unsere Arbeit in Baden-Württemberg. Sie werden Strahlkraft haben bis in den Bund hinein. Das gemeinsame Handeln bei uns steht. Lieber Uli, ich freue mich auf dich. The stage is yours. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit, einige wenige hier im Saal, aber ich denke, viele an den Bildschirmen zu Hause. Leider im Jahr 2022 das zweite Geisterspiel im Stuttgarter Staatstheater. Wir hoffen sehr, im Jahr 2023 dann endlich wieder vor vollen Rängen das liberale Jahr hier in Stuttgart an der Wiege des Liberalismus beginnen zu können. Herzlichen Dank, liebe Judith Skudelny, für das freundliche Entree. Ich bin nicht sicher, ob Winfried Kretschmann sich ärgert, dass er diese Koalition nicht eingegangen ist. Denn wie Michael Theurer schon geschildert hat, die CDU ist ein durchaus dankbarer Koalitionspartner. Dazu später mehr. Ja, wir waren trotz der Pandemie als Digitalisierungspartei FDP, die dazu in der Lage gewesen ist, eben auch Wahlkämpfe in Zeiten der Pandemie hybrid oder digital zu führen, 2021 erfolgreich. Mit einem zweistelligen Ergebnis bei der Landtagswahl hier in Baden-Württemberg und mit der größten Landtagsfraktion seit 1968. Und dann anschließend die Bundestagswahl mit dem Landesergebnis, das Michael Theurer geschildert hat, dass er und natürlich der Spitzenkandidat im Bund, Christian Lindner, für uns erreichen konnte im September 2021. Und der tosende Applaus, den es jetzt gibt an den Bildschirmen, gilt Michael Theurer und Christian Lindner. Wir haben in Baden-Württemberg dann über eine Koalition verhandelt, ja? Sondierungen, um die Frage zu klären, ob es auch in Baden-Württemberg eine Fortschrittskoalition, eine Ampel geben kann. Wir waren kompromissbereit in diesen Verhandlungen, aber wir waren nicht bereit zur Selbstverleugnung. Denn das war es letztlich, was Winfried Kretschmann von Koalitionspartnern erwartet, das grüne Programm zu 100% zu übernehmen und die eigenen Überzeugungen über Bord zu werfen. Dafür ist die FDP nicht zu haben. Wir sind bereit zur Verantwortung, aber das liberale Profil, das muss dann auch sichtbar werden in einem Koalitionsvertrag. Die CDU hat das alles über Bord geworfen. Nur zwei Beispiele. Im Jahr 2019 hat das Land Berlin ein Polizeigesetz erlassen, wonach, wenn jemand einen Polizisten verdächtigt, Grenzüberschreitungen sich zu Schulden kommen zu lassen, dann muss es eine Beweislastumkehr geben. Das heißt, der Polizist muss beweisen, dass er denjenigen, den er kontrolliert hat, nicht diskriminierte. Der Innenminister Strobel in Baden-Württemberg hat daraufhin erklärt, wenn es ein solches Polizeigesetz in Berlin gibt, dann schickt er ab sofort keine Polizeibeamten mehr dorthin, zur Amtshilfe aus Baden-Württemberg. Und im Jahr 2021 haben die Grünen von ihm verlangt, im Koalitionsvertrag ein eben solches Polizeigesetz zu unterschreiben. Und das hat er gemacht, um seine Dienstlimousine zu behalten. Und dasselbe gilt für das Thema Solarpflicht auf den Dächern. Das hat die CDU 5 Jahre lang in der grün-schwarzen Koalition verhindert, um dann anschließend im Koalitionsvertrag 2021 zu behaupten, dafür sei man schon immer. Und in der Tat, Michael Theurer hat Susanne Eisenmann zitiert, die nicht erfolgreiche Spitzenkandidatin, die dann gesagt hat, das Profil auf den Dienstwegen sei noch das einzige Profil, das die baden-württembergische CDU zu bieten habe. Und sie hätte einen solchen Koalitionsvertrag nie unterschrieben, in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung. Die Zukunftsprognose für ihre eigene Partei ist aber noch düsterer. Das ist mein Lieblingszitat in diesem Interview. Sie wurde nämlich gefragt,
ob sie einen Hoffnungsträger der Landes-CDU sähe. Und diese Frage hat sie mit dem Satz beantwortet: Ich kenne nicht alle unsere Mitglieder. So ist die Lage der CDU. Und vor diesem Hintergrund regiert Winfried Kretschmann dieses Land weiter. Vor 50 Jahren trat eine sozialliberale Koalition an. Unter dem Schlagwort mehr Demokratie wagen. Jetzt tritt eine Ampel an mit dem Schlagwort mehr Fortschritt wagen. Und wenn ich mir diese grün-schwarze Koalition anschaue, dann heißt das Motto wahrscheinlich frei nach Karl Kraus: Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt. Zumindest gilt das für die Corona-Politik dieser Landesregierung. Man muss sich nur mal die Corona-Politik von Winfried Kretschmann im Jahr 2021 vor Augen führen. Das begann im Landtag von Baden-Württemberg mit der Aussage: Jetzt ist der Impfstoff da, die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist die Pandemie beendet. Irgendwann hat er festgestellt, so einfach ist es nicht, und dann erklärt, für diese Äußerung müsse er sich entschuldigen. Das nächste war dann die Terminvergabe beim Impfen. Absolutes Chaos. Da hat sein Gesundheitsminister Lucha sich dann anschließend dafür entschuldigt, weil er gesagt hat, das mit der Terminvergabe war nichts. Das nächste war der Osterlockdown. Eine brillante Nachtentscheidung im Kanzleramt der damaligen Bundeskanzlerin mit den damaligen Ministerpräsidenten. Jetzt machen wir einen Osterlockdown. Und anschließend hat man sich überlegt, was ein solcher Osterlockdown denn bedeutet. Und dann ist man kleinlaut vor die Parlamente gezogen, hat sich entschuldigt und erklärt, das nehmen wir zurück, das war nichts. Das vierte war, dass Winfried Kretschmann die Impfzentren geschlossen hat, mit der Begründung, jetzt habe man ja eine Impfquote von über 50%, eine vierte Corona-Welle sei nicht zu erwarten, jetzt könne man die Impfzentren schließen. Daraufhin hat er sich wieder entschuldigt und erklärt, war eine Fehleinschätzung. Und das fünfte und tollste war dann das Chaos um 2G+. Da wurde dann an einem Freitagnachmittag erklärt, wir machen jetzt 2G+ für die Gastronomie. Dann hat die Presse nachgefragt, ohne Ausnahmen für Geboosterte. Antwort: Ja, ohne Ausnahmen für Geboosterte. Zwei Stunden später meldet man sich regierungsseitig und erklärt, wir machen jetzt doch Ausnahmen für Geboosterte. Und am nächsten Tag gibt es dann auch noch Ausnahmen für diejenigen, die 6 Monate nach der zweiten Impfung sind. Das ist Corona-Politik à la Winfried Kretschmann. Auch dafür hat er sich dann im Landtag von Baden-Württemberg entschuldigt mit der Erklärung, naja, man hätte vielleicht vorher überlegen sollen, wie man es umsetzt, bevor man es beschließt. Dafür entschuldige er sich, aber jetzt habe er die rettende Idee, das sei die Impfpflicht. Und als dann ich im Landtag von Baden-Württemberg die Frage gestellt habe, wie denn die Impfpflicht umzusetzen sei, dann hat er erklärt, jetzt machen wir erstmal die Impfpflicht und überlegen uns das dann. Michael Theurer hat zum Thema Impfpflicht schon manches gesagt, was ich teile. In der Tat glaube ich, dass das, was die Ampel beschlossen hat im Infektionsschutzgesetz, deutlich schlagkräftiger ist als die sogenannte epidemische Lage der Großen Koalition. Derjenige, der sich nicht impfen lassen muss, sieht sich 3G im öffentlichen Personennahverkehr, sieht sich 3G am Arbeitsplatz ausgesetzt. Derjenige, der sich nicht impfen lassen will, kann am öffentlichen Leben nicht teilnehmen, 2G in der Gastronomie, bei Veranstaltungen etc. Und er kann möglicherweise auch seine Lieben nicht besuchen, die pflegebedürftig sind, weil dort gilt 2G+, einschließlich einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Da stellt sich die Frage, ob die vage Drohung einer Ordnungsstrafe die Leute erreicht, die all diese Einschränkungen in Kauf nehmen. Darüber
mag man unterschiedlicher Auffassung sein. Ich jedenfalls glaube das nicht und erwarte von denjenigen, die einer allgemeinen Impfpflicht das Wort reden, dass sie zunächst mal sagen, wie sie sie umsetzen wollen und nicht, wie Winfried Kretschmann, erst mal etwas fordern und dann hinterher feststellen, es geht nicht, wie er das fünfmal in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr schon unter Beweis gestellt hat. Und bei der Frage nach der Verantwortung kommt Winfried Kretschmann immer mit dem, was ich das MPK-Märchen nenne. Das Märchen von der Ministerpräsidentenkonferenz. Da stellt er sich in den Landtag von Baden-Württemberg und sagt, dass ich vergangenen Freitag eine Verordnung gemacht habe, die nicht schlagkräftig ist. Daran ist die MPK schuld. Die tagte nämlich erst am Donnerstag. Am Samstag war wieder Fußball und ich musste befürchten, nicht reagieren zu können, wenn ich nicht am Freitag eine Verordnung mache. Faktum aber, meine Damen und Herren, ist, diese MPK ist überhaupt kein rechtssetzendes Organ. Da wird überhaupt kein Gesetz verabschiedet oder in Kraft gesetzt. Und all die Möglichkeiten, um die Winfried Kretschmann ringt, Geisterspiele im Fußball oder 2G plus im Gastronomiegewerbe, das konnte er immer. Diese Möglichkeit hatte er immer, das hat mit der MPK überhaupt nichts zu tun, sondern das Ganze macht deutlich, worum es eigentlich geht, nämlich um Symbolpolitik, um den Anschein zu erwecken, man handle, aber in der Realität wird eben überhaupt nichts erreicht und dort, wo er Maßnahmen beschließt, münden die in dem schon erwähnten Chaos. Und wenn es um Schuldige geht, dann werden diese Schuldigen bevorzugt bei der FDP gesucht. Die Partei, die den Rechtsstaat verteidigt, die Partei, die die Verfassung verteidigt, die Partei, die für Verhältnismäßigkeit im Kampf um Corona ist, die natürlich den Infektionsschutz sieht, die sich aber auch darum sorgt, wie ist es mit der Ausbildung der Kinder? Wie ist es mit dem Vereinsleben? Wie ist es mit Gastronomie und Handel und der Industrie? Wie ist es mit den Freiheitsrechten des Einzelnen? Und das wird dann von einem Winfried Kretschmann so nonchalant vom Tisch gewischt mit der Aussage, man müsse auch über nicht verhältnismäßige Maßnahmen diskutieren. Ja, was heißt denn das? Das heißt so viel wie, die Verfassung kann man beiseite drängen. Und wenn er erklärt, dieser ganze Hyperliberalismus, der gehöre auf den Prüfstand, dann ist das genau betrachtet ein Anschlag auf die liberale Demokratie und die Verfassungsordnung dieses Landes. Da will einer die parlamentarische Demokratie aushebeln und zu autoritären Strukturen zurückkehren. Winfried Kretschmann ist irgendwann mal gestartet in seiner Jugend bei Mao Zedong. Irgendwann ist er dann bei Hannah Arendt zwischengelandet und im Alter kommt er offensichtlich wieder zu Mao Zedong zurück. Das ist nicht das, was wir in Baden-Württemberg brauchen und das ist auch nicht das, was wir uns vorstellen als Rechtsordnung in der Pandemiebekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, dass es richtig ist, auf Hygiene und Abstand zu achten. Ich glaube, dass wir mehr als bisher noch FFP2-Masken einsetzen müssen. Ich glaube, dass es richtig ist, 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Personennahverkehr zu kontrollieren und durchzusetzen. Es ist auch richtig, einen gewissen Druck mit 2G auszuüben, auf Ungeimpfte sich impfen zu lassen. Und es ist, glaube ich, auch richtig, über 2G plus einschließlich einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen. Das ist eine richtige Politik. Und diese Politik zeigt auch, dass die Impfquoten steigen. Und diese Politik zeigt auch, dass die vierte Welle, die Delta-Welle, zurückgedrängt werden konnte. In anderen Bereichen sieht diese Landesregierung nicht besser aus. Wenn wir uns den Bereich der Bildung und der Digitalisierung anschauen, im Bildungsbereich haben wir festgestellt, dass die Schulen auf Corona, auf Fernunterricht nicht vorbereitet gewesen sind.
Wir haben festgestellt, dass es bei der Digitalisierung in Baden-Württemberg erhebliche Mängel gibt. Und wir haben festgestellt, dass das Niveau der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg seit Winfried Kretschmanns Amtsantritt immer weiter nachlässt. In den Rankings sinkt Baden-Württemberg mehr und mehr ab. Und aus diesem Grund ist es notwendig, eine andere Bildungspolitik in Baden-Württemberg zu machen. Es ist notwendig, die Digitalisierung zu verbessern. Und es ist notwendig, auch das gegliederte Schulwesen, das über viele Jahrzehnte so erfolgreich in diesem Land funktioniert hat, zu verteidigen. Und deshalb ist es der falsche Ansatz, wenn die baden-württembergische Kultusministerin nun in ihrem Ministerium das Realschulreferat beispielsweise, das dafür zuständig ist, dass die Realschulen in diesem Land als wichtige Grundlage der beruflichen Bildung funktionieren, nun einem Gemeinschaftsschulreferat unterstellt werden soll. Das strategische Ziel ist klar. Die berufliche Bildung, die Realschule soll aufgehen in einer Gemeinschaftsschule, in einer Einheitsschule. Wir als Liberale sehen durchaus den Platz der Gemeinschaftsschule im Kanon der Schultypen des Landes Baden-Württemberg. Wir stellen das überhaupt nicht in Frage. Aber die Gemeinschaftsschule muss sich behaupten, die Gemeinschaftsschule muss ihre Leistungsfähigkeit nachweisen und die anderen Schultypen haben auch ihre Daseinsberechtigung. Nein, sie sind sogar notwendig, damit unser Bildungssystem weiterhin funktionieren kann. Auch im Verkehrsbereich zeigt diese Landesregierung ein außerordentlich bedenkliches Bild. Da gibt es Patentrezepte, um den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Wir als Liberale sind dafür, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Aber wir sind nicht für neue Steuern. Wir sind nicht für eine Nahverkehrsabgabe, die so harmlos daherkommt, aber eigentlich die Kommunen und Kreise dazu zwingt, eine neue Steuer zu erheben. Um einen Busverkehr zu finanzieren im Flächenland Baden-Württemberg, der Zielvorstellung huldigt, jeder Ort im Land von morgens 5 bis Mitternacht im Halbstundentakt eine Busanbindung. Das wird nicht überall im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb funktionieren. Das ist auch nicht überall im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb sinnvoll. Und deshalb brauchen wir keine neuen Steuern, sondern wir brauchen eine intelligente Politik im Nahverkehrsbereich. Und vor allem brauchen wir auch keine Ausgrenzung des Autos. Wir brauchen nicht eine grüne Politik, unterstützt von der CDU, mit der Zielsetzung, die Leute sollen am Ende keine Autos mehr haben. Und deshalb ist es auch falsch, die Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie in Baden-Württemberg, die vielfach noch am Verbrennungsmotor hängen, dadurch in Frage zu stellen, dass man sagt, wir wollen gänzlich weg vom Verbrennungsmotor. Ich bin dankbar, dass im Koalitionsvertrag der Ampel nicht steht, wir wollen den Verbrennungsmotor nicht mehr, sondern wir wollen den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, der von fossilen Kraftstoffen betrieben wird. Nicht der Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern die Frage, was dieser Verbrennungsmotor dann verbrennt. Wir wollen ihn umweltfreundlich machen, diesen Verbrennungsmotor. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wir müssen ihn umweltfreundlich machen, wenn wir tatsächlich es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Denn man kann mit dem heutigen Tag die Neuproduktion von Verbrennungsmotoren europaweit verbieten. Man wird doch dennoch hunderte Millionen von Fahrzeugen haben mit einer Restlaufzeit von 20, 30 Jahren. Will man erst in 20, 30 Jahren anfangen mit dem Klimaschutz oder wollen wir gleich anfangen und die Bestandsflotte mit synthetischen Kraftstoffen umweltfreundlich machen? Das sind Fragen, die die Grünen gerade in Baden-Württemberg, am Automobilstandort Baden-Württemberg, zu beantworten haben. Und da ist es auch kein Argument zu sagen, die Produktion sei teuer, die synthetischen Kraftstoffe seien teuer. Diejenigen, die jedes Jahr Milliarden an Subventionen für die batterieelektrische Mobilität zur Verfügung stellen,
die habe ich noch nie sagen hören, es sei zu teuer. Sondern das ist offensichtlich die Verkehrswende wert. Da müssen die synthetischen Kraftstoffe die Verkehrswende auch wert sein. Und dasselbe gilt für die Energiewende. Es reicht eben nicht zu sagen, in Baden-Württemberg auf jedes Dach eine Solaranlage. Es reicht nicht zu sagen, wir brauchen 2% der Landesfläche für Windräder. Wir werden die Energieautarkie in Baden-Württemberg nicht schaffen. Sage im Übrigen nicht ich, sondern der Vorstandsvorsitzende der EnBW. Bekanntlich nicht durch mich, sondern durch einen grünen Ministerpräsidenten berufen. Der sagt, wir brauchen Backup-Kapazitäten. Und Backup-Kapazitäten sind moderne, leistungsfähige Gaskraftwerke. Und deshalb ist es heuchlerisch, wenn Grüne einerseits einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem Gas drinsteht, aber auf der anderen Seite nun nach Brüssel rufen und sagen, das geht gar nicht, dass bei dieser Taxonomie auch irgendetwas vom Gas drinstehen soll. So wird die Energiewende nicht gelingen. Die wird überhaupt nicht in Baden-Württemberg allein gelingen. Wir müssen weg von diesem Klimanationalismus. Wir brauchen europäische und globale Lösungen, sodass dort, wo es wirklich Sinn macht, massenhaft erneuerbare Energien gewonnen werden, die dann mit dem Mittel der Elektrolyse in grünen Wasserstoff umgewandelt und dorthin gebracht werden, wo man die Energie braucht. Übrigens auch dorthin, wo moderne Gaskraftwerke stehen, die man dann auf Wasserstoff umrüsten kann. Das ist eine vernünftige, kluge Energiewende und nicht Kretschmanns Klimanationalismus mit Solaranlagen auf jedem Dach und Windrädern in Schwarzwaldtälern, wo kein Wind weht. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch im Jahr 2022 gibt es in der baden-württembergischen Landespolitik reichhaltige Herausforderungen. Die FDP-Fraktion, die Landespartei der FDP, wird diese Herausforderungen annehmen. Und wir sind auch jederzeit bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch auf der Strecke, wenn dieser chaotischen Landesregierung die Luft ausgeht. Ihnen, Ihren Familien, Ihren Freunden ein frohes, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022. Und ich hoffe sehr, dass wir uns am 6. Januar 2023 an dieser Stelle dann wieder persönlich treffen. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, liebe Gäste unseres Dreikönigstreffens, das Motto unseres Treffens dieses Jahr ist Auf ins Neue. Und Neues bringt nicht nur unsere Mitarbeit in der Bundesregierung, neu müssen wir auch unsere Parteiarbeit denken. Wir haben uns auf der einen Seite in einer Dreierkonstellation in einem Koalitionsvertrag verpflichtet, unsere gemeinsamen, von drei Parteien getragenen Projekte und Punkte umzusetzen. Dabei werden wir feststellen, dass vielleicht nicht jedes einzelne Projekt im Wahlkampfbuch unseres eigenen Parteiprogramms steht. Dafür sind aber viele Projekte, viele Punkte drin, die wir mit Leidenschaft verfolgen werden. Und deswegen ist unsere Aufgabe im Bund, dieses gemeinsame Regierungsprojekt der Ampelparteien positiv zu begleiten, zu gestalten, unsere Punkte engagiert und zügig umzusetzen und den Menschen zu zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob die Regierung mit einer FDP geführt wird. Auf der anderen Seite haben aber unsere vielen Mitglieder auch verdient, unsere eigene Programmatik zu schärfen, unsere eigenen Punkte für die Zukunft weiterzuentwickeln und auch neue Ideen zu geben. Und diese Dialektik, die werden wir im Bund und in der Partei gemeinsam gestalten müssen. Derjenige, der in Zukunft die Aufgabe haben wird, diesen vielleicht nicht Spagat, aber diese Aufgabe mit uns zu bewältigen, für uns zu gestalten und zu orchestrieren, ist mein Kollege im Bund, mein Freund Bijan Csirszárai. Bijan, ich weiß, du wirst diese Aufgabe fulminant und wunderbar ausfüllen. Ich wünsche dir hier auf unserer Bühne in Stuttgart viel Spaß, viel Erfolg und toi, toi, toi auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft.
Vielen Dank, liebe Judith, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Stuttgart und wünsche Ihnen ein schönes, glückliches neues Jahr. Meine Damen und Herren, ich bin vor einigen Wochen bei Christian Lindner im Büro gewesen. Er hat mir die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, Generalsekretär unserer Partei zu werden. Ich habe diese Frage sofort mit Ja beantwortet, denn Generalsekretär unserer Partei zu sein, sein zu dürfen, ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern eine große Ehre. Ich habe mir das noch mal genau angeschaut, welche Generalsekretäre es in der FDP bisher gab, angefangen bei Karl Hermann Flach 1971 bis Volker Wissing, was für großartige Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was für einzigartige Biografien und was für eine große Ehre, diesen Damen und Herren eines Tages folgen zu dürfen. Jeder Generalsekretär muss für sich die Frage beantworten, will er mehr General sein oder mehr Sekretär? Sich mehr mit internen Fragen und Prozessen der Partei beschäftigen oder eher die Abteilung Attacke sein? Ich denke, eine gesunde Mischung ist notwendig. Denn selbstverständlich werden wir uns auch in den nächsten Jahren als Partei weiterentwickeln müssen, noch attraktiver werden. Aber auch die Abteilung Attacke wird dazugehören. Zugespitzte Debatten sind gelegentlich notwendig. Aber neben der Abteilung Attacke wird auch die Abteilung Strategie und die Abteilung Diplomatie, also ein diplomatisches Geschick, aus meiner Sicht eine große Rolle spielen. Denn die Parameter haben sich für uns verändert. Wir sind nicht mehr in der außerparlamentarischen Opposition. Wir sind nicht mehr Opposition, nicht mehr in der Opposition, sondern wir sind Teil einer Regierung, Teil einer Koalition. Ja, das ist eine Koalition und keine Fusion. Und wir sind mit niemandem in einem Lager. Wir sind nicht mit SPD und Grünen in einem Lager. Wir sind aber auch nicht mit CDU und CSU in einem Lager. Es ist also auch die Aufgabe des künftigen Generalsekretärs, deutlich zu machen, dass wir eine eigenständige politische Kraft der Mitte sind. Und meine Damen und Herren, wir werden ja sehen, je nach Situation, Schwerpunkt, welche Instrumente dann auch eingesetzt werden. Das wird man sehen. Aber eins kann ich Ihnen jetzt schon ganz deutlich sagen. Ich will und werde nicht ein zusätzlicher Regierungssprecher sein. Meine Mission lautet FDP, eine erfolgreiche FDP. Ich bin 1996 Mitglied der FDP geworden. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich mich für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft einsetzen wollte. Der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Antisemitismus sind für mich persönlich entscheidende Motive gewesen, um in die Politik zu gehen. Ich bin im Iran aufgewachsen, bin Jahrgang 76, in einer Diktatur aufgewachsen, habe in meiner Kindheit eine Revolution erlebt, eine Gesellschaft nach einer Revolution erlebt, eine radikalisierte Gesellschaft nach einer Revolution erlebt. Ich habe einen Krieg erlebt und ich habe leider auch eklatante Menschenrechtsverletzungen mit den eigenen Augen sehen müssen. Warum erzähle ich das? Mir muss niemand erklären, was Freiheit bedeutet. Freiheit ist für mich ein Leitmotiv, was mich nicht nur politisch, sondern auch persönlich bewegt. Meine Damen und Herren, jeder von uns hat Vorstellungen davon, wie Politik im Idealfall auszusehen hat. Selbstverständlich habe ich auch diese Vorstellungen oder persönliche Vorstellungen. Ich mag eine Politik, die empathisch ist. Ich mag eine Politik, die mitfühlend ist. Eine Politik, die zuhört, sich um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmert, unabhängig von der Frage, ob sie uns gewählt haben oder nicht gewählt haben. Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir in der FDP gerade bei den Themen Wirtschaft, Digitalisierung und Finanzen so hohe Kompetenzwerte haben. Das ist auch gut so, denn das ist ein Kernbereich unserer Marke und unserer Arbeit. Ich persönlich finde, dass wir zusätzlich auch wunderbare Antworten auf die gesellschaftspolitische Herausforderung in Deutschland haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir als FDP
künftig mehr die gesellschaftspolitischen Debatten auch in diesem Land mitprägen und das nicht den anderen überlassen, nicht Rot-Grün überlassen, aber auch nicht CDU und CSU. Und weil wir gerade über gesellschaftliche Fragen reden, ich will eine FDP, die sich dafür einsetzt und stark macht, dass es in unserem Land keine Rolle spielt, wo jemand herkommt, sondern viel wichtiger ist, wo jemand hin will. Ich will eine FDP, die dafür sorgt, dass in unserem Land die Menschen Chancen haben. Eine Gesellschaft, wo die Menschen keine Chancen haben, ist niemals eine freie und liberale Gesellschaft, vom Dahrendorf abgeleitet. Und ich persönlich möchte, dass wir uns im Zusammenhang mit dem Thema sozialen Aufstieg, dass wir diejenigen sind, die in Deutschland sich dafür stark machen, dass der soziale Aufstieg nicht vom Portemonnaie des Elternhauses abhängig ist. Meine Damen und Herren, und weil wir schon bei gesellschaftspolitischen Debatten sind, derzeit, egal wo man hingeht, wird man auf die Frage, auf das Thema Impfpflicht angesprochen. Ich sage Ihnen, ich finde es gut, dass im Deutschen Bundestag eine Debatte ohne Fraktionszwang stattfindet. Denn die Debatte um die allgemeine Impfpflicht ist keine parteipolitische Debatte, sondern diese Debatte ist eine medizinisch-ethische Debatte. Und es gibt Gründe, für die allgemeine Impfpflicht zu sein, und es gibt Gründe, gegen die allgemeine Impfpflicht zu sein. Aber letztendlich, unabhängig von der Frage, auf welcher Seite des Tisches man sitzt und welche Position man vertritt, entscheidend ist, dass diese Debatte in unserem Land respektvoll stattfindet, dass wir Respekt und Verständnis für unterschiedliche Positionen haben. Denn gerade in einer Zeit, wo von der sogenannten gesellschaftlichen Spaltung gesprochen wird, muss gerade die Politik vorbildlich sein und zeigen, dass wir in diesem Land respektvoll miteinander umgehen. Die Art und Weise, wie wir jetzt in dieser pandemischen Situation in diesem Land miteinander umgehen, wird darüber entscheiden, in welchem Land wir nach der Pandemie leben. Und meine Damen und Herren, Respekt ist für mich eine zentrale Größe in der Politik. Respekt vor dem politischen Gegner, Mitbewerber, Respekt vor dem Koalitionspartner, übrigens Respekt auch vor uns, für unsere interne Arbeit und vor allem Respekt vor den Wählerinnen und Wählern. Und wenn wir schon über die Pandemie reden, noch hat ja die Covid-Pandemie uns eigentlich nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt fest im Griff. In einigen Monaten werden wir hoffentlich das Ganze ja auch gemeinsam bewältigt haben. Dann wird man auch sehen, welche wirtschaftlichen Schäden letztendlich entstanden sind. Aber wir sollten uns nicht nur Gedanken machen über die wirtschaftlichen Schäden, sondern auch über die Frage, was diese Pandemie mit der Seele der Menschen, mit den Menschen in unserem Land gemacht hat. Denn ich habe das neulich irgendwo gelesen und ich stimme zu, denn die wirtschaftlichen Kosten, so schlimm sie auch sind, werden wir reparieren können. Aber die seelischen Narben einer Gesellschaft, die wieder zu heilen, in Ordnung zu bringen, das wird eine weitaus größere Herausforderung sein. Was heißt das für Kinder, für Jugendliche, für Menschen, die alleine leben, Seniorinnen und Senioren? All diese Fragen müssen wir gemeinsam als Politik führen und übrigens auch gemeinsam einen Beitrag leisten, damit die Gesellschaft sich nicht spaltet. Meine Damen und Herren, Anfang des Jahres hat Deutschland die G7-Präsidentschaft übernommen. Auch dort wird die Pandemiebekämpfung und die wirtschaftlichen Folgen im Mittelpunkt stehen. Das ist eine große Chance für Deutschland. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Bundesregierung das gut machen wird. Ich selbst bin viele Jahre Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages gewesen, auch außenpolitischer Sprecher meiner Bundestagsfraktion. Ich würde es begrüßen, wenn wir in Deutschland uns auch gelegentlich wieder mehr mit der Welt draußen beschäftigen. Ich weiß, dass für uns unsere eigenen Probleme, die im Fokus stehen und die oberste Priorität haben, das ist auch richtig so. Aber wir sollten zumindest zur Kenntnis nehmen, dass die Welt, in der wir leben, sich dramatisch verändert. Auch die großen Themen der Zeit, Pandemiebekämpfung, Klimaschutz, die werden niemals national gelingen, sondern auch das sind alles globale Themen,
Fragen, die nur durch internationale Zusammenarbeit und Kooperation gelingen werden. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich in diesem Zusammenhang sage, dass wir uns als Land mehr auch mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen beschäftigen sollen, denn das betrifft uns. Die Dinge, die heute in China passieren, haben was mit unseren Interessen zu tun. Ja, wir haben Interessen. Die Dinge, die Ereignisse in Afghanistan oder in Syrien, der syrische Bürgerkrieg, haben unmittelbar Einfluss auf die Innenpolitik in Deutschland. Und über diese Dinge sollten wir uns künftig wieder mehr Gedanken machen. Meine Damen und Herren, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auf der Welt Menschen gibt, die es nicht so gut haben wie wir. Es gibt draußen, ob in Belarus, ob in China, Hongkong oder Iran, Menschen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen, für unsere Werte. Diese Menschen haben unsere volle Unterstützung und Solidarität verdient. Und genauso wie wir als FDP in Deutschland die Bürgerrechtspartei sind, so müssen wir uns auch als FDP für diese Menschen einsetzen und eine Menschenrechtspartei sein. Denn Menschenrechte sind universell und unteilbar. Meine Damen und Herren, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, der Generalsekretär beschäftigt sich ja auch mit der Partei. Völlig richtig. Wenn wir regelmäßig sagen, dass das Land moderner, digitaler, attraktiver werden muss, so gilt das auch, sind das auch Maßstäbe für uns als Partei. Auch wir werden uns verändern müssen, auch wir werden und noch attraktiver werden müssen. Was sind wir stolz gewesen, dass so viele, die überwiegende Mehrheit der Jungwähler und Erstwähler die FDP gewählt haben. Das ist großartig. Das zeigt mir, dass wir in der Lage sind, die wichtigen Zukunftsthemen dieses Landes zu identifizieren und zu artikulieren. Das soll uns auch weiter gelingen. Aber, wie gesagt, wir müssen uns auch weiterentwickeln. Ich wünsche mir, dass wir eine Vision, ein Leitbild gemeinsam entwickeln unter dem Stichwort FDP 2030, dass wir uns Gedanken machen, wie eine moderne, liberale Partei der Zukunft aussehen kann. Das ist nicht etwas, das ich alleine mache oder nur wenige machen, sondern das können wir nur gemeinsam schaffen, wenn wir das gut machen wollen. Meine Damen und Herren, und weil wir ja auch gerade über Partei und Wahlen reden, dürfen wir nicht vergessen, dass in diesem Jahr wichtige Landtagswahlen stattfinden werden. Angefangen von der Landtagswahl, von der Wahl im Saarland, über Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Spannende Wahlen. Die FDP ist überall in diesen Landesverbänden hervorragend aufgestellt. Wir haben großartige Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Deswegen kann ich das an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Ich freue mich auf diese Landtagswahlen. Meine Damen und Herren, wir werden bis zum Parteitag uns mit vielen Themen beschäftigen. Aber spätestens auf dem nächsten Parteitag wünsche ich mir, dass wir gemeinsam zusammen in einem Raum sitzen und diskutieren. Ich stehe gerade hier, schaue in diese Runde. Selbstverständlich kann ich nicht sehen, ob Sie gerade die Augen rollen oder im Wohnzimmer ganz kräftig Beifall spenden. Ich wünsche mir das zumindest. Und an dieser Stelle nochmal wünsche ich mir für Sie, für uns alle ein glückliches neues Jahr nochmal. Und vor allem bleiben Sie bitte gesund. Herzlichen Dank. Wir wollen neu, denn das Saarland wird unter Wert regiert. Eine starke Wirtschaft, beste Bildungschancen und eine Modernisierung unseres Landes. Das sind die wichtigsten Ziele der Saar-FDP für die Landtagswahl. Die FDP ist die Partei für die Saarwirtschaft und für den Mittelstand. Wir wollen faire Rahmenbedingungen für neue Technologien und wir wollen die Betriebe bei der Transformation unterstützen. Wir wollen, dass im Saarland leistungsfähige Infrastrukturen ausgebaut werden. Endlich treibt die FDP im Bund voran, dass der Bund Länder und Kommunen bei der Bildung stärker unterstützen kann. Das Saarland muss sich jetzt dafür stark machen, dass die Länder dieses Angebot auch annehmen. Wir brauchen mehr Investitionen in die Bildung unserer Kinder und endlich zeitgemäße Schulen mit modernster Ausstattung. Die Große Koalition im Saarland ist träge. Das Saarland macht zu wenig aus seiner Lage im Herzen Europas. Die Digitalisierung kommt nicht voran. Das Saarland braucht dringend einen Modernisierungsbooster. Dafür steht die FDP. Moin,
Beste Grüße nach Stuttgart, aus dem echten Norden, aus Schleswig-Holstein. Ihnen und euch allen erstmal ein frohes, ein gesundes neues Jahr 2022. Auf ins Neue. Es wird ein spannendes Jahr 2022, denn auch bei uns in Schleswig-Holstein stehen am 8. Mai Landtagswahlen an. Und wir haben uns hier im Norden einiges vorgenommen. Wir wollen das beste Wahlergebnis in der Geschichte des Landesverbandes machen. 2009 hatten wir 14,9%. 15 ist also die Vorgabe. Das ist eine Herausforderung, aber es ist auch machbar. Denn wir sind hier seit 4,5 Jahren als Freie Demokraten Mitglied einer Jamaika-Koalition. Einer Landesregierung, die bei 75% der Menschen durchaus positives Ansehen hat. Die etwas bewirkt hat im Lande und das spürbar. Und die durch ihren Pragmatismus einigermaßen für Furore gesorgt hat. Ja. Wir suchen nach Lösungen und nicht nach Schuldigen. Das ist so ein bisschen das Motto, mit dem wir hier die letzten 4,5 Jahre gearbeitet haben. Vor allem aber sind wir gut durch die Pandemie durchgekommen und das haben wir einem liberalen Gesundheits- und Sozialminister zu verdanken. Schleswig-Holstein ist besser als viele andere Bundesländer, was die Inzidenzen und die Situation in der Pandemie angeht, durchgekommen. Vor allem aber hat uns kaum jemand zugetraut, dass wir im Infrastrukturausbau so stark vorankommen würden. Nicht nur was Landesstraßen angeht, was Schienen und Radwege angeht, sondern vor allem was den Digitalausbau angeht. Fast 60% unserer Haushalte in Schleswig-Holstein sind ans Glasfaser anschließbar. Und dass wir im Gründungsmonitor in Deutschland von Platz 10 auf nach 4,5 Jahren Platz 3 nach vorne kommen und dort jetzt hinter Berlin und Hamburg das gründungsaktivste Flächenland der Republik sind, das ist ein Erfolg, den uns kaum einer zugetraut hat. Trotzdem wissen wir, fürs Gewesene gibt's nichts. Jetzt geht es darum zu zeigen, was das Land jetzt braucht. Mehr Innovationsdynamik. Wir brauchen weiter Druck auf dem Infrastrukturausbau. Wir brauchen eine Exzellenzinitiative in der Bildung, nicht nur in der Allgemeinbildung, sondern vor allem in der beruflichen Bildung. Und wir brauchen die Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Viel zu tun. Auf ins Neue. Wir hier im Norden können übrigens mit Wind gut umgehen. Wir nehmen auch gerne Rückenwind aus Berlin. Also auch für Sie und euch gilt, auf ins Neue, auf in die Ampel in Berlin. Zeigen wir allen, dass in den Regierungen, in den Ländern wie im Bund die Freien Demokraten den Menschen gut tun. Auf ins Neue. Ich freue mich drauf. Ein neuer Start in 2022. Mit der FDP in einer Fortschrittskoalition im Bund. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen seit 4,5 Jahren Fortschrittskoalition gemeinsam mit der CDU. Das heißt, es kommt nicht auf den Partner oder die Partnerin an, sondern entscheidend ist, dass die FDP als Fortschrittsmotor in einer Regierung ist. Wir haben als Reformkraft in Nordrhein-Westfalen noch wirklich viel vor. Wir wollen den Kohleausstieg beschleunigen. Aber dabei ist uns wichtig, dass die Facharbeiterinnen und Facharbeiter nicht ins Bergfreie fallen, sondern dass sie eine faire Perspektive bekommen. Wir wollen neue Bildungschancen ermöglichen, gerade auch für die Jüngsten, gerade für die, die unter der Corona-Krise am meisten leiden. Wir wollen bauen, 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 damit wir neue Möglichkeiten schaffen für bezahlbare Wohnungen. Wir wollen auch ein Land von Eigentümern werden. Wir wollen bei der Grunderwerbsteuer den ersten Schritt, den wir gegangen sind, zur Erleichterung von Wohneigentum weiter ausbauen, dass es für viel mehr Familien möglich ist, Eigentum auch zu schaffen. Wir sind am konsequentesten von allen Bundesländern in der Abschiebung von Gefährdern und Straftätern. Das ist mir sehr wichtig, weil das die Konsequenz auch ist aus dem Anschlag vom Breitscheidplatz von Anis Amri. Ich habe danach viel umgestellt, als ich das Amt übernommen habe, damit wir hier diejenigen, die unsere Gesellschaft belasten und gefährden, auch konsequent zurückführen. Und gleichzeitig haben wir ein positives Narrativ als Einwanderungsland Nordrhein-Westfalen. Es sind viele Menschen zu uns gekommen, die unsere Gesellschaft so vielfältiger und bereichernd gemacht haben. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass all diejenigen, die sich hier einbringen,
die sich in unsere Gesellschaft integrieren, auch eine dauerhafte Bleibechance bekommen. Dafür schaffen wir die Rechtsgrundlagen. Gemeinsam auch mit der neuen Bundesregierung werden wir all das für Nordrhein-Westfalen umsetzen. 2022 ist ein Jahr voller Chancen. Auf ins Neue. Mit der neuen Bundesregierung und mit einer starken FDP in Nordrhein-Westfalen, die auch nach dem 15. Mai weiter unser Land gestaltet. In Niedersachsen steckt zu viel. Wir Freie Demokraten wollen die Chancen, die in unserem Land stecken, nutzen. Wir wollen das Land modernisieren. Und um das zu erreichen, müssen wir investieren. Zu lange hat man zugeschaut, wie die Infrastruktur des Landes verfallen ist. Und deshalb wollen wir in die Hochschulen investieren, wir müssen in die Schulen investieren und wir müssen in das Gesundheitswesen investieren. Und dabei geht es immer darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben und es tatsächlich auch in der Zukunft attraktiv zu machen, in Niedersachsen zu leben. Und besonders wichtig ist uns, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen neue Ideen entstehen. Und dafür wollen wir die Hochschulen stärken, um dann auch aus den Hochschulen heraus neue Ideen zu entwickeln, von denen dann auch wiederum die niedersächsische Wirtschaft profitiert. Wir wollen die Rahmenbedingungen für Start-ups verbessern, damit sie in Niedersachsen ihre Ideen entwickeln und auch realisieren. Und damit am Ende eine Wertschöpfung schaffen, von denen ganz Niedersachsen profitiert. Mit einer echten Digitalisierung machen wir den Staat bürgerfreundlicher und flexibler. Um all diese Themen geht es bei der Landtagswahl im Oktober diesen Jahres. Auf ins Neue! Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich weiß gar nicht, wie ich unseren nächsten Redner ankündigen soll, um ihm gerecht zu werden. Als vielleicht einer der brillantesten Redner in Deutschland, als einer der mutigsten Vorkämpfer, der den Aufstieg der Freien Demokraten in Deutschland ermöglicht hat, als ein politischer Stratege der Sonderklasse, der im letzten Wahlkampf nicht nur uns die Chance eröffnet hat, in Deutschland mitzuregieren, sondern die Chance auch ergriffen hat, uns wunderbar im Koalitionsvertrag sichtbar zu machen und es so für uns möglich gemacht hat, in der Ampelkoalition eine wichtige Rolle zu stellen. Für mich persönlich sehe ich es so, er ist einfach der bekannteste Kopf eines großen und vielfältigen Teams, das uns gemeinsam, der uns gemeinsam zum Erfolg geführt hat und diesen Erfolg als Finanzminister in Deutschland für uns auch mit umsetzen wird. Für mich übrigens eine besonders wichtige Rolle, weil auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Und die Einhaltung der Schuldengrenze, das Umgehen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, ist eine der vornehmsten und der wichtigsten Aufgaben der Freien Demokraten. Mir bleibt am heutigen Tag noch Ihnen für das kommende Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg und uns eine wunderbare Zusammenarbeit zu wünschen. Ich bin jetzt mit Ihnen gemeinsam gespannt, wohin uns das politische Jahr 2022 führen wird. Christian Lindner, ich freue mich, dass du hier bei uns in Stuttgart bist. Ich bin gespannt auf deine Rede. Viel Spaß. Ein gutes neues Jahr, meine Damen, meine Herren. Ich wünsche Ihnen Glück und Gesundheit für Ihre Familien und für Sie selbst. Die Pandemie hat vielen auch ein Gefühl von Ohnmacht vermittelt. Vielfach hat der Staat eingegriffen in unsere freie Lebensentscheidung. Wir sind aber keine Objekte unseres Schicksals, sondern wir sind Gestalterinnen und Gestalter unseres Lebens. Und deshalb wünsche ich Ihnen und uns allen für dieses Jahr 2022 auch Zuversicht und Tatkraft. Sie sehen es, auch in diesem Jahr wieder ein leerer Saal. Auch in diesem Jahr wieder nur ein digitales Dreikönigstreffen, auch in diesem Jahr ein liberaler Jahresauftakt ohne das Publikum, ohne die Bürgerinnen und Bürger, auf die wir uns immer zu Beginn eines Jahres so freuen.
Aber der erste Eindruck würde täuschen, dass in diesem Jahr wieder alles so wäre wie im vergangenen. Es entscheiden jetzt über Grundrechtseingriffe zur Bekämpfung der Pandemie wieder die Parlamente in Bund und Ländern. Eine Veränderung, die sich übrigens in besonderer Weise auch mit dem Namen des neuen Justizministers Marco Buschmann verbindet. Es gibt anders als im vergangenen Jahr auch keine pauschalen flächendeckenden Schließungen, keinen Lockdown in unserem Land. Es hat sich also etwas an der Krisenstrategie verändert. Unmittelbar nach der Bundestagswahl kamen ja mit Blick auf den Winter Rufe auf, etwa aus der Union, nach neuen Lockdown-Maßnahmen. Der Ministerpräsident des Saarlandes hat die Ausgangssperren ins Gespräch gebracht. Die neue Bundesregierung indessen hat eine andere Krisenstrategie geprägt. Wir haben die zuvor abgeschafften Bürgertests, die kostenfreien Testmöglichkeiten, wieder eingeführt. Wir haben im Alltag mit 3G- und 2G-Regeln den Hygieneschutz verbessert. Wir haben maßvolle Kontaktbeschränkungen eingeführt, die aber viel gesellschaftliches Leben erhalten. Wir haben einen Krisenstab mit einem General an der Spitze installiert, der einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir die erfolgreichste Impfbooster-Kampagne Europas in Deutschland haben. Mit all diesen Maßnahmen ist es gelungen, die vierte Welle zu bewältigen, ohne unser Gesundheitssystem zu überfordern. Ja, wir Freie Demokraten sind dafür auch kritisiert worden. Aber kann man eigentlich die Bedeutung einer liberalen Regierungspartei deutlicher unterstreichen, wenn man ihr vorwirft, eine besondere Sensibilität für Freiheit und für die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen zu haben? Nun steht uns eine neue Herausforderung bevor mit Omikron. Eine Herausforderung, von der wir noch nicht im Einzelnen wissen, welches Risiko von ihr ausgeht, welche Auswirkungen sie haben wird. Deshalb empfehlen sich jetzt weiter Vorsicht und Aufmerksamkeit. Es ist zu befürchten, dass auch in Deutschland wie bei unseren europäischen Partnern und Freunden binnen Kurzem die Infektionszahlen sich drastisch erhöhen werden. Deshalb kann das Infektionsgeschehen und seine Gefährlichkeit auch nicht nur anhand der Neuinfektionen bewertet werden. Wir müssen im Blick behalten, dass das eigentliche Ziel ist, die Überforderung unseres Gesundheitssystems abzuwenden. Wiederum nun sind maßvolle Beschränkungen erforderlich. Es gibt Veränderungen bei den Quarantäneregeln. Wir werden in unserem Alltag mehr Abstand halten müssen. Aber für uns Freie Demokraten bleibt das Ziel, an einer Strategie festzuhalten, die mit maßvollen Kontaktbeschränkungen und einer großen Anstrengung beim Impfen und bei der Auffrischung von Impfungen Lockdowns, die Schließung von Schulen, von Betrieben weitgehend zu verhindern. Ich verstehe, dass es Stimmen gibt, etwa aus der Union, die große Sorge haben vor der Pandemieentwicklung. Diese Sorge teilen wir auch. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch, wie viele Menschen Angst haben vor Vereinsamung, wie viele Menschen Angst haben, ihr Grundrecht auf Bildung oder das ihrer Kinder nicht mehr verwirklicht zu sehen, die Angst haben vor der Gefährdung oder dem Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz. Weiter geht es uns als Freien Demokraten deshalb darum, den konsequenten Gesundheitsschutz einerseits mit möglichst viel gesellschaftlicher Freiheit andererseits zu erhalten. Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut,
Aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit. Für die Impfpflicht, die gegenwärtig diskutiert wird, gilt dasselbe. Sie ist ein empfindlicher Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Und deshalb ist es nur natürlich und nachvollziehbar, dass es innerhalb einer liberalen Partei, einer liberalen Fraktion, wie in der Gesellschaft insgesamt, unterschiedliche Abwägungen dazu gibt. Es ist eine Initiative der FDP gewesen, darauf zu achten, dass diese sehr grundlegende Abwägung nicht entlang von Partei- oder Fraktionslinien getroffen wird, sondern dass diese Abwägung im Deutschen Bundestag in einer offenen Debatte auf der Basis der individuellen Gewissensentscheidung getroffen wird. Ich halte das auch für einen Beitrag zur Versöhnung der Gesellschaft insgesamt. Wenn deutlich wird, dass die Politik es sich nicht zu leicht macht, dass nicht gar parteipolitische Erwägungen eine Rolle spielen, sondern dass die ethische Abwägung im Zentrum steht, vorlegen. Ich habe verschiedentlich gesagt, dass die FDP als die gegenwärtig einzig handlungsfähige Partei der bürgerlichen Mitte auch Anliegen der CDU, CSU und ihrer Wählerinnen und Wähler mit berücksichtigen wird. Dieses Anliegen aber, das können wir nicht erfüllen. Es bleibt bei einer offenen Debatte im Deutschen Bundestag und einer Entscheidung auf der Basis von Gruppenanträgen. Die FAZ hat dazu am gestrigen Tag geschrieben, mit ihrer Nachdenklichkeit erweise die FDP der Demokratie insgesamt einen Dienst. Denn diese Offenheit des Meinungsaustauschs steht ja stellvertretend auch für die Gesellschaft insgesamt. Und wer weiß, vielleicht ist am Ende auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion dankbar, dass eben nicht anhand von Fraktionslinien entschieden wird, sondern auf der Basis von Gruppenanträgen. Denn wer kann wissen, ob es nicht auch innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dieselbe Nachdenklichkeit gibt wie bei den Freien Demokraten. Hier hat eben mein Freund Bijan Dirsaray seine erste Rede als Generalsekretär unserer Freien Demokratischen Partei gehalten. Lieber Bijan, es ist ein herausforderndes, aber natürlich auch ein großartiges Amt, das du übernimmst. Unsere Partei weiterentwickeln zu können einerseits, aber andererseits mitzuwirken daran, dass die FDP erkennbar bleibt, auch als eigenständiger Faktor der politischen Landschaft in Deutschland, auch in einer im Bund jetzt begründeten Ampelkoalition. Du hast selbst auf deine Biografie gerade hingewiesen, darauf, dass du in Teheran geboren worden bist und dass man dir nichts erzählen müsste über die existenzielle Bedeutung des Werts der Freiheit. Meine Damen und Herren, ich bin stolz darauf, dass mit Bijan Dirsaray eine weitere Persönlichkeit sichtbar wird, die die Bandbreite der Freien Demokraten, ihrer Themen und Werte repräsentiert. Ich bin stolz darauf, dass eine Persönlichkeit, die diesen Weg gegangen ist, nun mit an der Spitze unserer Freien Demokratischen Partei steht. Uns verbindet die Liebe zur Freiheit, lieber Bijan, aber der Weg in die Mitte der Gesellschaft und in unsere politischen Aufgaben, der könnte nicht unterschiedlicher sein bei uns beiden. Vielleicht ist das Ausdruck der Vielfalt der FDP. Ganz sicher ist es aber Ausdruck der Vielfalt unserer Gesellschaft. Deshalb ist dein Impuls richtig, dass wir in diesem Jahrzehnt auch einer neuen gestalterischen Bundesregierung die Gesellschaftspolitik zu einem Modernisierungsschwerpunkt machen. Da geht es um Fragen der bürgerlichen Freiheitsrechte. Da geht es um die Frage unseres Zusammenlebens. Da geht es um Fragen
des Familienrechts. Aber es geht auch, Bijan hat es angesprochen, zu Recht, es geht auch um die Frage, wie wir mit Einwanderung in unsere Gesellschaft umgehen. Wir können bereichert werden durch Menschen, die zu uns kommen, bei denen wir nicht danach fragen, wo ihre Herkunft ist, sondern welchen Platz im Leben sie einnehmen wollen, ob sie unsere Werte teilen. Viel zu lange hat Deutschland sich der Realität einer Einwanderungsgesellschaft nicht gestellt. Das, was von früheren Regierungen jetzt der Ampel als politisches Erbe übertragen wird, das ist ein Rudiment der Gestaltung von Einwanderung nach Deutschland. Auf der einen Seite schieben wir bisweilen die Falschen ab, nämlich gerade diejenigen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, integriert zu werden, die erste Schritte bei Qualifikation oder auch in den Arbeitsmarkt gegangen sind. Auf der anderen Seite werden wir aber jene, die Straftäter oder Gefährder sind, die also unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Regeln des Miteinanders nicht achten, die werden wir oft eben nicht nach Hause senden können. Das ist der Status quo. Und deshalb brauchen wir eine neue Einwanderungspolitik in Deutschland, die sich öffnet für die qualifizierte Einwanderung, die auch die humanitäre Verantwortung unseres Landes im Blick behält. Das ist ein Projekt dieser neuen Ampelkoalition, eine offene, tolerante Gesellschaft, die sich bereichert fühlt, wenn Menschen, die unsere Werte teilen, bei uns ihr Glück suchen wollen. Als Verantwortungsethikerinnen und Verantwortungsethiker wissen wir Freie Demokraten aber eins: Die Voraussetzung für eine neue Offenheit ist die Kontrolle über den Zugang nach Deutschland. Eine neue, auch liberal geprägte Einwanderungspolitik muss also auf der einen Seite die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen unbürokratisch zu uns kommen können. Auf der anderen Seite muss sie aber stärker darauf setzen, dass jene, die keinen Platz bei uns haben, auch wieder in ihre alte Heimat zurückgeführt werden können. Ich weiß, dass viele die Erwartungen haben, dass sich insbesondere bei der humanitären Zuwanderung nach Deutschland viel tut. Ich weiß, dass das ein Anliegen unserer Freunde von Bündnis 90 Die Grünen ist. Aber klar muss sein, dass diese Bereitschaft zu mehr humanitärer Verantwortung untrennbar verbunden bleiben muss damit, dass Deutschland tragfähige und in der Praxis funktionierende Rückführung und Migrationsabkommen mit anderen Staaten schließt. Wer also jetzt schnell Fortschritte erzielen will bei qualifizierter Einwanderung und humanitärer Zuwanderung, muss in gleicher Weise jetzt Tempo machen bei der Frage, wie wir zu diesen tragfähigen Migrationsabkommen kommen können. Mein Vorschlag ist, dass wir sehr rasch in den nächsten Wochen den im Koalitionsvertrag vorgesehenen Sonderbeauftragten für die Abschließung solcher Migrationsabkommen benennen, als wichtigen Baustein einer neuen Einwanderungspolitik für unser Land. Bei deiner Rede, Bijan, habe ich mich daran erinnert, dass ich hier vor 12 Jahren meine erste Rede als Generalsekretär gehalten habe. Mein Schwerpunktthema damals war die Erneuerung des sozialen Aufstiegsversprechens unserer Gesellschaft. Wir Liberale haben großen Respekt vor den Menschen, die es im Leben schon zu etwas gebracht haben. Wir haben großen Respekt vor den Menschen, die sich etwas erarbeitet haben, die ihre Frau, ihren Mann im Leben stehen können. Aber unser Herz und unsere Leidenschaft, die gilt denen, die überhaupt noch etwas erreichen wollen, die sich erst noch auf den Weg machen wollen, die ihre Chance suchen wollen. Die Starken und Etablierten, da haben wir Anerkennung, aber die brauchen nicht zwingend
die Unterstützung von uns Freien Demokraten, die sind ja bereits etabliert. Aber diejenigen, die sich erst auf den Weg machen, jene brauchen eine Lobby. Die Einsteiger, die Aufbrechenden, die Außenseiter, die Newcomer, die Start-ups, für die machen wir uns stark. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Rede vor 12 Jahren, da ging es um die Ungerechtigkeiten im Hartz-IV-System bei denjenigen, die sich etwas hinzuverdienen wollen. Da ging es um das Bildungssystem, das in Deutschland leider so stark wie nahezu nirgendwo im Bereich der entwickelten Gesellschaften die Herkunft aus dem Elternhaus, also der Zufall der Geburt, entscheidet über den Platz, den man im Leben einnimmt. Für mich sind das die eigentlichen Gerechtigkeitsskandale in Deutschland. Dass jemand, der bedürftig ist, aber sich nicht nur auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen will, sondern etwas erarbeiten möchte, dass der durch unseren Sozialstaat teils demotiviert wird. Für mich eine der größten Herausforderungen sozial gerechter Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Herkunft aus dem Elternhaus eben nicht mehr entscheidend ist für den Platz, den man im Leben einnimmt, sondern Talent und Fleiß und Risikobereitschaft, also Leistungsorientierung. Jetzt, 12 Jahre später, darf ich sprechen als Vertreter einer Regierung, die sich genau diese Themen zu einem Schwerpunkt gewählt hat. Mit Bettina Stark-Watzinger, unserer liberalen Bildungs- und Forschungsministerin, die als eine der ersten Initiativen angekündigt hat, durch eine Reform des BAföG, dass das Einkommen der Eltern nicht mehr entscheidend sein soll für die Möglichkeit der Kinder, ihrer Kinder, ein Studium aufzunehmen. Die sich vorgenommen hat, Talentschulen einzurichten, dort, wo die sozialen Herausforderungen besonders groß sind. Die Digitalisierung der Schulen vorantreiben will. Ich glaube, die beste soziale Politik ist nicht die, die dann interveniert, wenn Menschen bedürftig geworden sind, sondern die beste soziale Politik ist jene, die in die Chancen und Köpfe der Menschen investiert. Die sozialste Politik, die wir machen können, das ist eine Bildungspolitik, die Menschen befähigt, die Souveränität über ihren eigenen Lebenslauf auch tatsächlich auszuüben. Seit vielen Jahren sprechen wir auch über ein Konzept, das wir Bürgergeld nennen. Eine Reform also unseres Sozial- und Transfersystems. Auch das ist nun angelegt im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90, die Grünen und Freien Demokraten. Es geht uns darum, die Lebenssituation im Falle der Bedürftigkeit angemessen abzusichern. Aber vor allen Dingen wollen wir wertschätzen, wenn Menschen sich aus der Situation der Bedürftigkeit durch eigene Anstrengungen befreien wollen. Wir wollen erleichtern, dass Menschen sich qualifizieren. Jeden von uns kann ein Schicksalsschlag treffen. Ein Arbeitsplatz fällt weg, eine Qualifikation ist nicht mehr aktuell nachgefragt. Eine solche Situation darf aber für niemanden eine Sackgasse werden, aus der man sich nicht mit Einsatz und gutem Willen befreien kann. Und deshalb ist dieses Modell des Bürgergelds eine große Chance für unser Land, für die Erneuerung des sozialen Aufstiegsversprechens. Den Menschen Mut zu machen, Schritt für Schritt sich aus der Bedürftigkeit herauszuarbeiten. Durch Veränderungen etwa von Zuverdienstgrenzen bei Mini- und bei Midi-Jobs. Durch passgenaue Qualifikationsangebote für jene, deren Ausbildung nicht mehr einen Arbeitsplatz in Gegenwart und Zukunft sichert. Wissen Sie, meine Damen und Herren, so verstehen wir auch den Gedanken des Respekts, der angelegt ist in der neuen Regierungspolitik. Dazu hat ja jeder der Partner einen eigenen Zugang. Unser Zugang wird vielleicht beschrieben am besten mit meiner Lieblingsanekdote von John F. Kennedy. Es trug sich zu, dass John F. Kennedy einst den, wie man damals sagte, Weltraumflughafen von Cape Canaveral besuchte. Und Kennedy ging mit einer großen Delegation von Astronauten, Wissenschaftlern und Spitzenbeamten über das Gelände. Und dann kam er an einem Hangar vorbei, eine riesenhafte hohe Halle,
mit einem Boden, in dem man sich spiegeln konnte. Und in der Mitte dieser menschenleeren, großen, hohen Halle, da war ein einzelner Mann, der offenbar den Boden bonerte. Und der damalige amerikanische Präsident Kennedy löste sich von seiner Delegation und ging zu diesem Mann, der den Boden bonerte, der kein Astronaut, kein Wissenschaftler war, kein Spitzenbeamter. Und Kennedy fragte diesen Mann, was er denn dort tue, den Mann, der bonerte. Und dieser Mann sagte daraufhin, nachdem er den Präsidenten salutierte, Mr. President, einen Mann auf den Mond bringen. Weil er sich als Teil eines größeren Ganzen verstanden hat, der seinen, im Rahmen seiner Möglichkeit stehenden, Beitrag leistet zu einem großen Ziel. Und das ist eben unser Verständnis von Respekt in einer vielfältigen Gesellschaft. Der Respekt, wie wir als Freie Demokraten ihn verstehen, der bemisst sich nicht an Subventionen oder Umverteilungsmargen, sondern der Respekt, den wir meinen, der bemisst sich an der Anerkennung jedes Bemühens, der bemisst sich an der Anerkennung des individuellen Beitrags, den jemand zum Gelingen unserer Gesellschaft beitragen möchte. Das ist eine große Aufgabe für uns, die Erneuerung des Aufstiegsversprechens unserer Gesellschaft. Und zugleich wäre das auch ein Weg in eine Gesellschaft, die über mehr Liberalität verfügt. Wir stehen an der Epoche auch einer wirtschaftlichen Erneuerung. Die Technologien, die uns heute den Wohlstand garantieren, sind alle deutlich mehr als 100 Jahre alt. Wir stehen vor einer grundlegenden Veränderung auf der Weltbühne. Wir merken es bei der Fragilität der Lieferketten in technologischer Hinsicht. Die disruptiven Technologien wie die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung sind bekannt, aber auch hinsichtlich der Notwendigkeit des Klimaschutzes. Ich habe in den letzten Tagen in meiner neuen Aufgabe bereits viele Gespräche führen können. Sie wissen, und es ist schon erwähnt worden, Deutschland übernimmt ja in diesem Jahr die Präsidentschaft der G7-Staaten, also der entwickelten Industrienationen. Viele Gespräche habe ich geführt mit Kolleginnen und Kollegen in Regierungsämtern, aber auch mit Spitzenvertretern internationaler Wirtschaft und des Kapitalmarkts. Mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass der Klimaschutz kein Nischenthema ist, sondern ein Wohlstands- und Wachstumsthema. Ein Thema, das nicht in die Nische gehört, sondern ins Zentrum unserer Anstrengungen. Ich gehe so weit zu sagen, dass unser Tempo und die Qualität der Technologie beim Klimaschutz über unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand entscheidet. Wenn wir saubere Technologien schneller und besser als andere in die Praxis bringen, dann ist das die Quelle neuer Exportchancen, neuer Beschäftigung und des zukünftigen Wohlstands bei uns. Wir haben da viel private Initiative, private Kenntnisse und privates Kapital in unserem Land. Das wussten wir auch schon vor der Bundestagswahl. Aber was uns hindert, das sind oft wir selbst. Weil wir sehr schnell Bedenken haben, weil es sehr schnell Widerstände auch vor Ort gegen neue Anlagen, neue Technologie gibt, weil wir uns in den vergangenen Jahren ein Gemeinwesen zugelegt haben, das bis ins Hundertste und Tausende bürokratisch verästelt ist. Eine unserer Schlüsselaufgaben als neue Bundesregierung wird und muss deshalb sein, das vorhandene Kapital-Know-how und die Initiative, den Erfinder- und Unternehmergeist in unserem Land, zu mobilisieren für diese Zukunftsaufgabe. Es muss gelingen, mit Tempo und mit Kreativität innovative, saubere Technologien auf die Straße und in die Praxis zu bekommen.
Das ist die Wohlstandsfrage unserer Gesellschaft. Dessen bin ich mir sicherer denn je. In Deutschland hat es übrigens eine Transformation in diesem Zusammenhang bereits gegeben seit der Bundestagswahl. Vielleicht ein Schlüssel zum zukünftigen Erfolg. Wenn ich mich an die letzten Monate und Jahre zurückerinnere, wie wurde da über Klimaschutz gesprochen? Mit welcher Konnotation? Mit welchen Maßnahmevorschlägen und Schwerpunkten? Ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist, meine Damen und Herren. Die Debatte hat sich vollständig verändert. Wer spricht noch vom Tempolimit? Wer spricht noch von kleinteiligen Verboten im Alltag, wie wir das vor wenigen Monaten und Jahren gemacht haben? Heute geht es um Milliardeninvestitionen in unsere technische Infrastruktur. Es geht um Investitionen in innovative Technologie, in Forschung und Entwicklung. Und hier hat sich etwas schon in der Debatte verändert. Die erste Transformation, die stattgefunden hat, war die Haltung gegenüber dem Klimaschutz. Aus der Klimapolitik vor der Bundestagswahl, der Klimadebatte vor der Bundestagswahl, die stark kulturell geprägt gewesen ist, die stark geprägt gewesen ist vom Blick auf individuelle Lebensstile, ist eine Debatte geworden über das Niveau der technologischen und finanziellen Ambition beim Klimaschutz. Damit ist es gelungen, wie ich glaube, das Fundament für eine erfolgreiche Bewältigung dieser ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Herausforderung zu legen. Der Schlüssel wird jetzt liegen in der Veränderung unserer Energieerzeugung. Wir wollen langfristig den Anteil erneuerbarer Energie am Mix des Stroms nachhaltig gestalten. Aber wir müssen realistisch sein. Das wird aus einer Vielzahl von Gründen nicht von heute auf morgen gelingen. Erst recht nicht, wenn Deutschland auf die Kernenergie und die Erzeugung von Energie aus Kohle verzichtet. Wir werden Übergangs- und Zwischentechnologien brauchen. Insbesondere Erdgas wird eine Rolle spielen. Erdgas ist nicht CO2-frei, aber klimafreundlicher als etwa die Kohle. Deshalb müssen wir uns auf den Weg machen, eine Infrastruktur für Gaskraftwerke, die dereinst auf Wasserstoff umgestellt werden können, zu schaffen. Es wird keine Dauerlösung bleiben können, auf unabsehbare Zeit, ad ultimo, weil auch damit die Klimaneutralität ja nicht zu erreichen ist. Die gegenwärtig sehr hohen Gaspreise sind übrigens eine weitere Indikation dafür, dass eine reine Orientierung auf Erdgas in der Zukunft auch nicht wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein könnte. Deshalb kann das nur eine Brückentechnologie sein. Übrigens, die hohen Gas- und Energiepreise belasten natürlich auch viele Familien. Gerade bei den Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen oder auch Hilfe zum Lebensunterhalt, obwohl sie arbeiten, beziehen müssen, ist die Entwicklung der Energiepreise eine echte Belastung. Langfristig haben wir andere Vorstellungen davon, wie wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Etwa im Bereich der EEG-Umlage, die ab 2023 entfallen soll. Wir sprechen auch über Kompensationen wie ein Klimageld, eine Klimadividende. Aber wir müssen auch kurzfristiger handeln. Deshalb prüft die Bundesregierung, wie wir sehr kurzfristig den Menschen helfen können, bei denen etwa die gestiegenen Heizkosten einen überproportionalen Anteil ihres verfügbaren Einkommens ausmachen. Und ich sage zu, mit den Möglichkeiten, die ich habe, dass wir eine solche
solidarische Unterstützung der Menschen, die besonders betroffen sind von den gestiegenen Kosten beim Heizen, dass wir die auch finanzieren werden. Wir andere, die das leisten können, wir sind aufgerufen, gerade auch in dieser Zeit, zu dieser Solidarität mit denjenigen, die jetzt in besonderer Weise betroffen sind. Zurück zur Energiepolitik, meine Damen und Herren. Ich bin froh, dass der Vorschlag der Europäischen Kommission über die sogenannte Taxonomie die Möglichkeit privater Investitionen in die Gasinfrastruktur offen hält. Mein Wunsch wäre, und ich werbe dafür, dass wir die Rahmenbedingungen für Investitionen in die Gasinfrastruktur noch weiter verbessern. Denn wir brauchen dort privates Kapital. Das kann nicht alles nur die öffentliche Hand leisten. Auf der anderen Seite gibt es ja eine scharfe Diskussion über die Bedeutung der Kernenergie. Auch dazu gibt es in diesem Vorschlag der Europäischen Kommission hier Ausführungen. Für mich ist klar, für uns ist klar, jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union entscheidet über Fragen seiner eigenen Energieerzeugung. Und das verdient Respekt. Und es gibt Mitglieder der Europäischen Union, die sich für die Kernenergie entscheiden. Bei der Bewertung dieser Investitionen aber darf nicht verkannt werden, dass Kernenergie CO2-frei sein mag, aber alles andere als nachhaltig ist. Würde also die nicht nachhaltige Kernenergie nicht auch in den Blick genommen hinsichtlich ihrer langfristigen Folgen für die Generation der Enkel, Urenkel, Ur-Ur-Urenkel, dann gäbe es eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber jenen, die auf klimafreundlich nachhaltige Energiequellen setzen. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass es eine solche Wettbewerbsverzerrung aufgrund der Ungleichbehandlung der Nachhaltigkeitsfrage eben sich nicht ereignet. Wenn Staaten dann in Kenntnis dieser Rahmenbedingungen ihre Investitionsentscheidungen treffen, private Akteure Entscheidungen treffen, dann verdient das Respekt in einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Aber dieses Level Playing Field, wie man sagt, das muss bestehen bleiben. Für Deutschland ist die Kernenergie ohnehin keine Option. Manche träumen davon. Wo gibt es eine Bereitschaft für neue Anlagen? Wo gibt es private Betreiber? Wo gibt es privates Kapital? Wo gäbe es einen privaten Versicherer, der das Risiko der Kernenergie im Markt versichern würde? Das gelingt nur mit Staatshaftung. Für einen Marktwirtschaftler ist das bereits ein Anzeichen, dass Kernenergie auch ordnungspolitisch nicht vertretbar ist. Eine Energiequelle, die nur etabliert werden kann, wenn der Staat in die Haftung geht, die zeigt schon marktwirtschaftlich an, dass es sich nicht um eine nachhaltig verantwortbare Energiequelle handeln kann. Meine Damen und Herren, wir haben große Ambitionen im Bereich der Transformation. Und es ist ein gutes Zeichen, dass unser Minister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, als eine der ersten Maßnahmen jetzt nicht gesprochen hat über das Ende von bestimmten Technologien wie dem Verbrennungsmotor, sondern dass er über die Alternativen dazu spricht, wie etwa eine flächendeckende Ladesäuleninfrastruktur und dass unser Schienennetz das Angebot, sich mit der Bahn zu bewegen, komfortabler und besser werden soll. Ich finde gut, dass die FDP sich einsetzt für Schiene, im Übrigen auch für das Rad, aber eben auch für das Auto. Das vielleicht unterscheidet eine liberale Mobilitätspolitik von dem, was andere vorgetragen haben. Uns geht es nicht um die Privilegierung eines einzelnen Verkehrsträgers, aber genauso wenig wollen wir die Entscheidungen der Menschen über ihr individuelles Mobilitätskonzept politisch in einen zu engen Rahmen führen.
Gerade im ländlichen Raum sind die Menschen auf das Auto angewiesen. Übrigens ist es auch eine unserer großartigen Schlüsseltechnologien. Und deshalb geht es darum, den Menschen die Freiheit zu geben, sich das individuelle Mobilitätskonzept zu wählen, das zu ihnen passt. Mitunter wechseln die Mobilitätsbedürfnisse ja auch von Tag zu Tag, abhängig davon, was man sich für den Tag vorgenommen hat oder welche Wetteraussichten es gibt. Das macht liberale Verkehrspolitik, liberale Mobilitätspolitik aus, die Wahlfreiheit zu gewährleisten und den Wettbewerb der unterschiedlichen Angebote zu erhalten. Wir haben also, verehrte Anwesende hier im Saal und meine Damen und Herren, wir haben also große Ambitionen. Und all die müssen auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament realisiert werden. Heute habe ich gelesen im Handelsblatt, die FDP sei so etwas wie Gold in einem Depot. Also ein Wertgegenstand zur Absicherung gegenüber Risiken, weil es mit der FDP eben keine Steuererhöhungen beispielsweise gibt, nicht zu starke Eingriffe in die bürgerlichen Freiheitsrechte. Ich finde diese Metapher anerkennend, aber wir wollen schon darüber hinausgehen. Wir sind nicht nur das Gold im Depot, sondern ich sehe uns als einen Wachstumswert, weil wir unseren Ehrgeiz nicht auf das konzentrieren, was wir zu Recht verhindern, sondern darauf, was wir nach vorne auch gestalten wollen. Eine der ersten Maßnahmen der neuen Koalition und auch von mir in meiner neuen Ressortverantwortung war, einen Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Euro vorzulegen. Ein kraftvolles Signal der Handlungsfähigkeit. Die Erholung der Wirtschaft ist noch nicht so nach der Pandemie, wie wir uns wünschen. Aufgrund der Pandemie sind viele notwendige Investitionen nicht oder nicht so erfolgt, wie sie sein müssten. Nicht nur wir als Menschen brauchen einen Booster, sondern die wirtschaftliche Entwicklung, die durch die Pandemie gebremst wurde, die benötigt ebenfalls einen Booster. Und das genau ist dieser Nachtragshaushalt. Er dient nicht der Finanzierung allgemeiner politischer Vorhaben, sondern es geht darum, gezielte Impulse zu setzen, um die wirtschaftliche Erholung und das Wachstum zu verstärken und nicht vorgenommene Investitionen vorzunehmen. Er baut gewissermaßen auch die Brücke in die nähere Zukunft. 2023 wollen wir ja zurück zur Normalität der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Aber die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die werden dann trotzdem noch nicht restlos überwunden sein. Wir sichern für diesen Zeitpunkt Handlungsfähigkeit, um auf die dort bestehenden Herausforderungen der wirtschaftlichen Pandemiebewältigung reagieren zu können. Zugleich ist mir wichtig, dass Deutschland weiter Anwalt von Stabilität bleibt. Ja, wir senden ein kraftvolles Signal auch der fiskalischen Handlungsfähigkeit. Aber es wird trotzdem gelingen, die geplante Kreditaufnahme unseres Landes zu reduzieren. Es wird, wir haben noch nicht den endgültigen Abschluss des Haushaltsjahres 2021, möglich sein, mehr als 10 Milliarden Euro weniger an neuen Krediten aufzunehmen, als die alte Koalition es tatsächlich vorgesehen hat. Das ist ein Signal der Stabilität, dass wir die Krisenfolgen bewältigen, dass wir aber zugleich zurückkehren wollen zur Solidität der öffentlichen Finanzen. Dazu gäbe es Alternativen. Natürlich. Eine Alternative haben CDU und CSU ins Gespräch gebracht. Auch vor der Bundestagswahl schon haben Vertreterinnen und Vertreter der Union, zum Beispiel der frühere Kanzleramtsminister, gesagt, man müsse
die Schuldenbremse des Grundgesetzes dauerhaft oder für einen längeren Zeitraum außer Kraft setzen. Das wäre die Alternative gewesen. Diese Alternative kann ich nicht näher treten. Denn wir müssen den Ausnahmecharakter erkennen. Ja, wir müssen auch noch einige Jahre mit Pandemiefolgen umgehen und dafür treffen wir Vorsorge und sichern Handlungsfähigkeit. Aber wir müssen auch schnellstmöglich wieder zu den bewährten Regeln des Grundgesetzes zurückkehren. Wer dauerhaft die Schuldenbremse aufhebt, der lädt doch dazu ein, dass in Wahrheit nicht investiert wird, sondern dass Möglichkeiten gesucht werden, Maßnahmen der Umverteilung oder des Staatskonsums zu begründen und zu finanzieren. Unser Anliegen ist das nicht. Mit der Rückkehr zur Schuldenbremse, zur Normalität des Grundgesetzes im Jahr 2023 sind große Herausforderungen verbunden. Investitionen finanzieren werden wir können, um das, was während der Pandemie nicht erfolgt ist, nachzuholen. Aber die dann geltende Normalität des Grundgesetzes wird die Möglichkeiten begrenzen für Maßnahmen des Staatskonsums oder der Umverteilung, Finanzierungen zu finden. Und ich halte das für richtig. Während der Pandemie hat sich mancher daran gewöhnt, dass der Staat mit enormen finanziellen Möglichkeiten gesellschaftliches Leben und Wirtschaft am Leben erhält. Die Wünsche und Ansprüche gegenüber dem Staat sind immer weiter gestiegen. Meine Damen und Herren, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Die Rückkehr zur Schuldenbremse, wie wir sie wollen und wie Teile der Union sie in Frage gestellt haben, die sichert, dass zukünftig bei Fragen des Staatskonsums und der Umverteilung Grenzen aufgezeigt werden und wir als politische Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger wieder gezwungen sind, Prioritäten zu setzen, dann aber auch Nachrangigkeiten zu definieren. Es ist und es bleibt eine Realität. Zuerst muss der Wohlstand erwirtschaftet werden. Und dann wird er von den Menschen, sehr hoch übrigens, versteuert. Und erst danach kann die Politik mit dem Geld arbeiten. Erst kommt das Erwirtschaften, danach das Verteilen. Und wir müssen uns daran wieder erinnern und dorthin zurückkehren, dass das die ökonomische Basis unseres Landes ist. Von dieser Doppelbotschaft, Handlungsfähigkeit in und für die unmittelbare Bewältigung von Folgen nach der Pandemie und Rückkehr zur Normalität von Fiskalregeln, mit dieser doppelten Botschaft senden wir auch ein Signal nach Europa. Sie wissen es, Sie verfolgen es. Es gibt eine Diskussion in Europa über beispielsweise den Stabilitäts- und Wachstumspakt und seine Fiskalregeln. Sie haben sich bewährt, auch hinsichtlich der Flexibilität ihrer Anwendung in der Krise. Und vielleicht kann unser deutsches Vorhaben auch eine Anregung sein, wie Europa umgeht mit dieser Debatte. Wir haben auf der einen Seite das Programm Next Generation EU, 750 Milliarden in einem Aufbaufonds, ein einmaliger historischer Kraftakt, der genutzt werden kann, um Europa auf einen anderen Wachstumspfad zu bringen. Gezielt eingesetzt für Investitionen, gezielt eingesetzt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu überwinden. Und auf der anderen Seite haben wir einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Sorge dafür trägt, dass die öffentlichen Finanzen nachhaltig bleiben. Wir beobachten ja genau die Inflation. Die Regierungen können einen Beitrag zur Stabilität leisten, indem sie nicht die öffentliche Verschuldung dauerhaft immer weiter erhöhen und damit auch Auswirkungen provozieren könnten auf die Handlungsfähigkeit unserer Notenbank. Es ist also ein Gebot der ökonomischen Klugheit wie der Generationengerechtigkeit und der Stabilität der öffentlichen Finanzen wie
der finanzpolitischen Eigenverantwortung der Mitglieder der Europäischen Währungsunion festzuhalten. Meine Damen und Herren, wir als Freie Demokraten wollen eine andere Balance zwischen privaten und öffentlichen Finanzen. Sie wissen das. Das Thema der Entlastung ist für uns auch ein gesellschaftspolitisches und nicht allein ein finanzpolitisches. Bei der finanziellen Schwerpunktsetzung zwischen den privaten Haushalten und den Staatshaushalten drückt sich ja auch etwas aus über die Bedeutung des Bereichs, des Sektors. Wir haben in der Ampelkoalition Entlastungen verabredet. Beim Bereich der Energiekosten, bei der EEG-Umlage, bestimmte Bereiche bei der Steuer. Aber die Freien Demokraten als Partei werden darüber nicht arbeitslos. Denn viel konnte eben nicht verabredet werden. Beispielsweise haben wir immer noch einen Solidaritätszuschlag, von dem ich glaube, dass wir besser darin täten, ihn abzuschaffen. Das wäre auch ein Impuls für die wirtschaftliche Tätigkeit und ein klares Signal, dass die Politik sich an ihre eigenen Zusagen hält, eine Ergänzungsabgabe nach dem Wegfall ihres Anlasses auch abzuschaffen. 2017 gab es dafür keine Mehrheit mit CDU und CSU. 2021 gab es für diese Position keine Mehrheit mit SPD und Grünen. Dennoch halten wir daran fest, das Richtige zu vertreten, wenngleich wir uns in Regierungsverantwortung an politischen Realitäten von Koalitionen orientieren. Interessant in diesem Zusammenhang aber war, dass der Finanzminister von Baden-Württemberg in einem Interview gestern die Forderung erhoben hat, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Der geschätzte Kollege der Grünen hat recht und unterstütze das. Er sagte dann in diesem Interview, er gebe die Hoffnung nicht auf, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, sondern aus dem Gedächtnis, er gebe die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht doch noch in dieser Legislaturperiode in dieser Frage zu einer Entwicklung kommen könnte, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten, denn vielleicht käme der Bundesfinanzminister, käme die FDP auf die Idee, man könnte ja doch höhere Einkommen stärker belasten, um dann an anderer Stelle entlasten zu können. Ich finde es großartig, dass das ein Gesprächsangebot ist. Und ich möchte es von meiner Seite gerne erwidern. Der Kollege, den ich schätze, aus Baden-Württemberg sagt, ja, er wolle versuchen, die FDP zu überzeugen davon, man könne nur kleinere und mittlere Einkommen entlasten, wenn die höheren belastet werden. So möchte ich im Gegenzug den Versuch unternehmen, ihn und andere davon zu überzeugen, dass es töricht wäre, nach einer Wirtschaftskrise den Mittelstand stärker zu belasten, dass wir aber nicht dafür jede Ambition opfern müssten, auch etwas bei kleinen und mittleren Einkommen zu tun. Das Angebot des Kollegen aus Baden-Württemberg von den Grünen nehmen wir also gerne an, wissend, was im Koalitionsvertrag steht. Und da sind wir vertragstreu und berechenbar. Meine Damen und Herren, das, was ich hier skizziert habe, das ist die Politik einer aufbruchbereiten Mitte, die die Zukunft gestalten will und die nicht von der Vergangenheit träumt. Die neue Opposition im Deutschen Bundestag spricht dagegen oft von der links-gelben Koalition. Also wenn alles, wo SPD und Grüne dabei sind, automatisch eine Linkskoalition wäre, dann würde ja hier in Baden-Württemberg links-schwarz regieren. Für mich sind das Atavismen aus einer früheren Phase unseres Parteiensystems. Solche Lager wie früher, die gibt es in dieser Form nicht mehr. Die Menschen haben ein unabhängiges, eigenes Urteil über politische Positionen und Persönlichkeiten und Parteien. Wir jedenfalls sind nicht Teil irgendeines Lagers, sondern bleiben eine eigenständige politische Partei. Man muss Verständnis haben, wir waren selbst schon einmal in einer solchen Situation, wenn eine neue Opposition sich jetzt auch in eine neue Rolle einfinden muss.
Spannend ist die Frage, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Noch, bei einer christdemokratischen Partei muss man das wohl so nennen, noch ist es ja die Phase der Sedisvakanz. Ich setze meine Hoffnungen darauf, dass der Platz des Parteivorsitzenden ja bald besetzt ist. Ich setze Hoffnung in Friedrich Merz. Da wird sich entscheiden, welchen Weg die Union geht. Wird sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit die in einer Koalition notwendigen Kompromisse der FDP zum Thema machen? In Kenntnis dessen, dass es eine Ampelkoalition auch deshalb gibt, weil die Union ja gar nicht regierungsfähig war? Wird sie die reine Lehre dessen im Bundestag vertreten, was sie selbst 16 Jahre nicht umgesetzt hat? Oder ist ein echtes Zukunftsgespräch mit der zukünftigen Opposition oder mit der gegenwärtigen Opposition und dem zukünftigen Vorsitzenden möglich? Wir haben kein Interesse daran, als Freie Demokraten uns von CDU und CSU zu entfremden. Ganz im Gegenteil. Eine Belebung des politischen Gesprächs und eine vielfältige politische Landschaft ist eine Bereicherung für unsere Demokratie. Wir haben auch viel in diesem Jahr 2022 vor. Wir haben Herausforderungen, natürlich, Bijan hat es angesprochen, mit Gesellschaften und Staaten, die andere Werte als wir vertreten, wo wir unsere Werte und Interessen mit Selbstbewusstsein vertreten müssen. Wir haben gesundheitspolitische und wirtschaftspolitische Herausforderungen, die ich angedeutet habe. Aber wir haben eben als Partei auch Wahlkämpfe vor uns. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen mit Joachim Stamp an der Spitze die erfolgreiche schwarz-gelbe Koalition fortsetzen. Wir wollen in Schleswig-Holstein mit Bernd Buchholz an der Spitze die erfolgreiche Jamaika-Koalition fortsetzen. Wir wollen im Land Niedersachsen die Regierungsverantwortung erringen. Wir wollen im Saarland mit Angelika Hieserlich-Peter zurückkehren ins Parlament und setzen auch dort auf die Möglichkeit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. In dieser Auseinandersetzung sind Christdemokraten gleichzeitig Wettbewerber, wie aber auch Sozialdemokraten und Grüne. Aber es sind auch potenzielle Partner. Und deshalb als Regierungspartei FDP pflegen wir einen sachpolitischen Stil. Wir haben Respekt vor unseren Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Gerade weil wir mit Union, SPD und Grünen in unterschiedlichen Koalitionen zusammenarbeiten, wissen wir, dass die auch berechtigte Positionen und Anliegen haben. Weil wir mit CDU und SPD und Grünen in Ländern koalieren, wissen wir aber auch, wir sollten sie in der Regierungsverantwortung nicht alleine lassen. Es macht eben einen Unterschied, ob Freie Demokraten Mitverantwortung tragen oder nicht. Und deshalb in diesem Jahr für die Freien Demokraten werben wir wieder viermal um ihr Vertrauen. Wir werben um ihr Vertrauen als eine eigenständige liberale Kraft, als eine Kraft, die ihre Freiheit ins Zentrum ihrer Bemühungen stellt und die alles in ihrer Macht Stehende tut, nach bestem Wissen und Gewissen, aus dem Mandat, das sie uns geben, möglichst viel liberale Politik zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben alles Gute zum neuen Jahr und sage auf bald. So wie es ist, darf es nicht bleiben. Für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren. Alle Kraft voraus, werden wir Weltführer bei Innovation.
mehr Chancen durch mehr Freiheit. Und auch das zieht sich durch diesen Koalitionsvertrag.